Die Veranstaltung heute, wie gesagt, ist der deutschsprachige Launch des Papiers Just Transition im Palmölsektor. Es hat bereits ein Launch in Indonesien stattgefunden. Rizal Asalam wird uns ganz kurz sagen, was da die wichtigsten Rückmeldungen zu dem Papier waren. Und es wird Anfang Dezember auch noch ein internationaler Launch auf Englisch stattfinden. Das heißt, dieses Webinar ist quasi ein Schritt, ein Beitrag zu einer größeren Diskussion, eines breiteren Dialogs. Und auch diese Launch sind eben nur Launch eines Projekts, das wir die nächsten Jahre weiterführen möchten. Und für uns ist es ganz wichtig, dass der Beginn eines Dialogs oder die Weiterführung eines Dialogs ist, die natürlich mit einem so kurzen Webinar zu einem so großen Thema längst nicht ausreicht, sondern uns über Jahre hinweg beschäftigen wird. Und wir hoffen, dass wir da auch mit vielen von euch weiterhin im Gespräch sein werden. Mein Name ist Tina Goethe. Ich arbeite bei Brot für alle in der Schweiz. Und ich würde jetzt gerne gleich das Wort an Rizal Asalam übergeben. Das Programm habt ihr alle erhalten, bekommen. Von daher würde ich da nicht weiter darauf eingehen. Wie gesagt, nachdem Rizal den Kontext geschildert hat, werden wir von Oliver Pei, Michaela Haug das Papier ganz kurz vorgestellt bekommen. Und dann werden 4 VertreterInnen aus verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Organisationen dieses Papier aus ihrer Sicht kommentieren und diskutieren. Und danach wird Zeit sein, dass wir mit euch allen ins Gespräch kommen können, so gut wie das eben ein virtuelles Seminar ermöglicht. Rizal, are you there? Hi, Dina, I'm here. Great. I briefly present you, und Oliver wird jetzt schon auf Deutsch übersetzen, also diejenigen, die es gerne auf Deutsch hören, gehen jetzt auf den deutschen Kanal unten rechts unter Dolmetschen. So Rizal, great that you are with us for this German launch of the Just Transition in the Palm Oil Industry paper. Let me briefly present you. I don't know whether it's possible for you to turn your video on, or I don't know if your connection allows that, the internet connection. Would be nice to see you if possible. But to let the others know, Rizal is a researcher at the Crisis and Alternative Development Strategies Center. His research focus is on social movements, labor, and, I forgot the last point. Sorry, Rizal. Where do I have it? And social protection, yes. And he is currently the coordinator of the T-Pulse Network. The T-Pulse Network is the transnational palm oil solidarity network, mainly Southeast Asian countries and Germany, Europe. So Rizal, please let us know a bit about the background of the discussion paper, the elaboration of the discussion paper, and the feedback from the first launch of this paper in Indonesia. Thank you, Dina, for your kind introductions. First of all, I'm really sorry I cannot show my video. I'm on my laptop and its webcam is broken. So yeah, there's no way I can show my video. I apologize for that. Good evening, everyone. Good evening from Indonesia, I mean. My name is Rizal. I'm the coordinator of Transnational Palm Oil Labor Solidarity Network. So, yeah, this paper is a collaboration between activists, scholars, and grassroots organizers in Indonesia, in the Philippines, and also in Germany, who also works together in building the network, the Transnational Palm Oil Labor Solidarity Network. This paper was our attempt to find a bridge between workers and the trade unions, and also between local indigenous people and also environmentalists
who are all advocating with interests that seems to be contradicting to each other. And in this paper, we intentionally and specifically focusing on labor perspective that tend to be neglected in many campaigns, in many advocacy against the destructive palm oil industry. In the paper, we argue that the organized workers have significant role in determining our future. So this German launch is actually our third launch. We helped to broaden the perspective and also to gather the opinions from all participants from different backgrounds. Before this launch, we had one launch specific with Indonesian groups. In the previous launch, we met with different groups in Indonesia and also gathered really interesting opinions. For example, all of the participants agreed that there's no actual contradictions, contradicting interests between job security, land rights, and also the environmental sustainability. Plantation workers in Kalimantan or West Papua, for example, many of them are landless workers who have already been displaced from the lands. A significant number of plantation workers are either transmigrant or international migrants who share similar experience of being landless and being alienated from the nature itself. Another fact we learned from from previous discussions, plantation workers are largely unorganized and living in isolation in a remote plantation. We also learned that plantation workers could definitely understand the environmental destructions by the industry. In their daily lives, for example, workers are directly impacted from chemicals exposures to the climate change itself. We think it is only a matter of how we approach and talk with the workers. We also found that what we are missing here is only solidarity and also opportunity to meet and learn perspective from each other. So we also do not intend to end our attempt in paper writing only. But we also believe that the only way to transform our society, to promote welfare for all, and to sustain our planet is by bringing together workers, indigenous people, and environmentalists to build a mutual alliance. That is our next step. And we will start our attempt next year by organizing and also educating plantation workers with support by Bread for All. And finally, thank you everyone for participating in this paper launch. I'm really grateful that we can have a launch in different countries. And I wish these discussions can enlighten us to find an alternative to this destructive and sustainable palm oil business operation. And solidarity from Indonesia. Thanks a lot, Rizal, for this information. And sorry for skipping one launch. Ich muss ja wieder auf Deutsch wechseln. Entschuldigung. Vielen Dank, Rizal, für deinen Input. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich einen Launch, der bereits stattgefunden hat, unterschlagen habe, nämlich die Diskussion innerhalb des T-Pols-Netzwerks. Das war auch bereits schon eine Diskussion. Und ich denke, was auch noch für alle interessant ist, dass der indonesische Launch tatsächlich mit dem indonesischen Gewerkschaftsbund, mit AMAL, dem Netzwerk indigener Gruppen in Indonesien und mit WALHI, einer der größten Umweltschutzorganisationen oder Umweltgerechtigkeitsorganisationen in Indonesien stattgefunden hat. So, jetzt wollen wir aber wirklich wissen, was in dem Papier drinsteht. Und dafür lade ich herzlich Michaela Haug und Oliver Pai ein. Beide sind an der Entstehung dieses Papiers maßgeblich beteiligt. Michaela Haug arbeitet an der Universität Köln. Sie ist Ethnologin und hat einen starken Fokus zu sozial-ökologischer Transformation, regional vor allen Dingen Südostasien. Oliver Pai ist Forstwissenschaftler. Auch er arbeitet seit vielen, vielen Jahren zu Südostasien
und auch bei ihm ist die Palmölindustrie ein wichtiger Teil der wissenschaftlichen Arbeit. Ich übergebe das Wort euch. Ich weiß nicht, wer von euch beiden beginnt. Vielen Dank, liebe Tina. Ich mache den Anfang, werde starten und ein bisschen zuerst einmal auch in diese Idee einführen, um die es geht. Und dann wird Oliver weitermachen. Ich teile dazu meinen Bildschirm. Und starte dann. Die Palmölindustrie ist derzeit weder ökologisch noch sozial nachhaltig. Das grundlegende Geschäftsmodell basiert auf der Ausbeutung der Natur durch großflächige Monokulturen, die die Artenvielfalt zerstören und auf den massiven Einsatz von Chemie angewiesen sind. Palmöl-Milliardäre machen riesige Profite durch die Ausbeutung der ArbeiterInnen. Niedrige Löhne, prekäre Jobs und schlechte Arbeitsbedingungen sind ein systematischer Teil dieser Industrie. Die lokale Bevölkerung, darunter viele indigene Gemeinschaften, leiden unter Umweltverschmutzung, der Degradierung von Land und Vertreibung im Zusammenhang mit Ölpalmplantagen. Gegenwärtige Initiativen, die sich um Nachhaltigkeit bemühen, wie zum Beispiel der Roundtable on Sustainable Palm Oil, den bestimmt viele von Ihnen kennen, stellen das auf Ausbeutung und Wachstum beruhende Geschäftsmodell jedoch nicht in Frage. Somit können sie die Branche auch nicht wirklich zukunftsorientiert verändern. Angetrieben von dem Wunsch nach grundlegenderen Alternativen haben wir eine Vision für eine sozial-ökologische Transformation in der Palmölindustrie entwickelt, die andere Werte in den Mittelpunkt stellt und die die Perspektiven und Forderungen sowohl von ArbeiterInnen, von der Umweltgerechtigkeitsbewegung und von indigenen Gemeinschaften berücksichtigt. Diese Vision, die wir hier vorstellen möchten, ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit, wie Rizal schon betont hat, von indonesischen Umwelt- und indigenen Rechtsaktivistinnen, WissenschaftlerInnen, ArbeiterInnen und GewerkschaftlerInnen unter dem Dach des Transnational Palm Oil Labor Solidarity Network, kurz TPOLS. Die fünf AutorInnen, Oliver Pai, Fitri Arianti, Rizal Asalam, Janina Puder und ich, haben dieses Diskussionspapier somit basierend auf einem intensiven Dialog und basierend auf vielen Stimmen entwickelt. Als Alternative zum gegenwärtigen Status quo schlagen wir eine Palmölzukunft vor, die auf rechtebasierten Mosaiklandschaften beruht, welche ökologisch nachhaltiger sind, die Rechte lokaler Gemeinschaften respektieren und Raum bieten für eine diversifizierte, selbstständige, kleinbäuerliche Wirtschaft. Ölpalmen werden hier neben anderen Pflanzen angebaut. Viele indigene Gruppen, die im bewaldeten Hoch- und Hinterland Südostasiens leben, haben Wälder bewahrt und praktizieren eine weitreichend nachhaltige Lebensweise. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein vielfältiges wirtschaftliches Portfolio haben, welches Subsistenzlandwirtschaft, Cashcrop-Produktion, Viehzucht, Agroforstwirtschaft und das Sammeln von wild wachsenden Ressourcen umfasst. Das Ergebnis einer solchen diversifizierten Wirtschaft ist eine mosaikartige Landschaft, wie sie dieses Bild erahnen lässt, bestehend aus Feldern, kleinflächigen Plantagen, Waldgärten, Sekundärwuchs und Primärwald. Welche Vorteile versprechen wir uns von solch einer Mosaiklandschaft? Warum kann sie Basis unserer Vision werden? Zum Ersten ist es die ökologische Nachhaltigkeit. Die Pflanzenvielfalt einer Mosaiklandschaft unterstützt die Biodiversität und ein dichteres Kronendach wirkt der Austrocknung des Bodens entgegen. Außerdem können Mischkulturen und ökologische Anbaumethoden helfen, den Einsatz von Chemikalien zu reduzieren. Mosaiklandschaften können Abholzung entgegenwirken und ermöglichen zudem zyklische Anbaumuster. Sie versprechen soziale Nachhaltigkeit dadurch, dass lokale, indigene Gesellschaften von ihnen profitieren. Sie entsprechen traditionellen Mustern der Land- und Waldnutzung.
Es würden keine Enteignung und auch keine Vertreibung für die Errichtung von Großplantagen mehr stattfinden. Stattdessen werden Gewohnheitsrechte anerkannt und lokale Gemeinschaften haben die Chance, Ölpalmen in existierende, diverse Wirtschaftsportfolio zu integrieren. Die Mosaiklandschaft, die wir uns vorstellen, basiert auf unabhängigen Kleinbetrieben, nicht auf KleinbäuerInnen, die an Plantagen gebunden sind. Die Menschen haben somit den wirtschaftlichen Vorteil der Diversifizierung und profitieren von der daraus resultierenden wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit. Sie sind nicht von einer Pflanze, einem Produkt abhängig und können so besser auf Preis- und Nachfrageveränderungen reagieren. Und was sehr wichtig ist, zusätzlich Nahrungsmittel für den Eigenbedarf anbauen, was wiederum zur Ernährungssicherheit beiträgt. Und Mosaiklandschaften abschließend geben für uns eine langfristige Perspektive her. Denn Befürworterinnen des klassischen Modells stören sich sicherlich sofort, wenn sie dies hören, dass die Palmölproduktion in solchen Mosaiklandschaften weniger profitabel ist als in Monokulturen. Wir sagen, dass angesichts der aktuellen Überproduktionskrise eine Strategie, die einfach nur auf höhere Hektarerträge setzt, kurzsichtig gedacht ist. Der Mosaiklandschaftsansatz verfolgt andere Werte. Das diversifizierte Wirtschaftsportfolio bietet stabile und widerstandsfähige Einkommen für unabhängige Landwirtinnen, die ihr eigenes Land besitzen, und vermeidet es, mehr Landlosigkeit und mehr Armut zu erzeugen. Es reduziert auch die zukünftigen Kosten, die durch Klimawandel und die Umweltzerstörung erst entstehen, und unterstützt die Ernährungssicherheit, die Gesundheit und das Wohlbefinden der lokalen Bevölkerung. Diese sozialen und ökologischen Funktionen können nur bedingt monetär gemessen werden. Sie sind aber von unverzichtbarem Wert für zukünftige Generationen. Hiermit gehe ich raus, lieber Olli, und übergebe das Wort an dich. Vielen Dank, Michaela. Dann versuche ich mal meinen Screen zu teilen. Wo sind wir jetzt? Und sorry. Jetzt. Ja, also ein ganz wichtiger Aspekt von Just Transition ist ja der Gedanke, ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu verbinden. Und wenn man mit Arbeiterinnen spricht, können sie einem sofort sagen, dass die Plantagenwirtschaft in der Palmölindustrie nichts mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun hat, weil die Unternehmen, und das gilt für RSBO-Mitglieder und für Nicht-RSBO-Mitglieder, ganz bewusst Hungerlöhne zahlen, ganz bewusst Arbeiterinnen aus Lang- und Dauerbeschäftigungsverhältnisse ausschließen als Tagelöhne, ganz bewusst sie damit auch aus Tariflöhnen, aus Kranken- und Rentenversicherungen etc. ausschließen. Das ist eine ganz bewusste Politik, weil das Geschäftsmodell billige Natur verknüpft ist mit dem Geschäftsmodell billige Arbeit. Und wir sagen, dass diese Ausbeutungsverhältnisse in der sozialen Frage auch direkt verknüpft sind mit dem Modell industrielle Monokultur. Es geht nämlich darum, im Konkurrenzkampf mit anderen Palmölproduzenten möglichst günstig zu produzieren. Das heißt, man hat eine Monokultur und man zahlt die Erntearbeit nach Akkord, damit man mit möglichst viel, möglichst günstig und schnell die Früchte ernten kann. Man
setzt Pestiziden ein und lässt das von Tagelöhne, das sind eigentlich immer Frauen, die das machen, ein, um möglichst günstig eben die, den Graswuchs, um diese Palmen eben zu unterdrücken, etc. etc. Also das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und deswegen, wenn wir eine Just Transition Perspektive anfangen, ist es eigentlich ganz gut, direkt mit der Perspektive von Arbeiterinnen anzufangen. Und ihre Forderungen sind natürlich ganz klar für deutlich höhere Löhne, für unbefristete, sichere Arbeitsplätze und für Gesundheit und Arbeitsschutz am Arbeitsplatz, aber auch ein Ende von unmenschlichen Akkordsätzen, die sie als Menschen und natürlich auch die Natur dann kaputt machen. So, jetzt haben wir uns natürlich gefragt, Mosaiklandschaft, das klingt natürlich aus ökologischer, aus indigener Sicht eigentlich perfekt, aber passt das auch zu einer Arbeiterinnenperspektive? Und ich habe das hier mal sehr, sehr schlecht, sehr schematisch aufgezeichnet. Also oben sehen wir eine Monokulturlandschaft mit diesen großen Blöcken von Palmöl. Und mit ein bisschen Restregenwald, die ne, und ein bisschen Landwirtschaft. Und hier hätten wir, sagen, unser Mosaikmodell mit viel kleinflächigere Produktionseinheiten von Palmöl, die eher angepasst sind in der Landschaft. Und aus dieser Perspektive sagen wir ja sehr wohl, dass eine Mosaiklandschaft eigentlich eine sehr interessante Perspektive sein könnte für einer organisierten Arbeiterinnenbewegung, die Forderungen aufstellen möchte und die in Tarifverhandlungen geht. Das haben wir im Papier nochmal ein bisschen genauer zusammengefasst, aber so die wichtigsten Punkte sind eigentlich, dass eine Mosaiklandschaft, die auch Land zurückgibt an indigene, an eine indigene Bevölkerung, erstmal einfach kleinflächiger und arbeitsintensiver sind und deswegen natürlich dann auch eigentlich mehr Arbeit, mehr Facharbeit erfordert. Und das ist eigentlich sehr schnell verknüpft mit einer Forderung, wenn man Facharbeiterinnen einstellt, dass man die besser bezahlt und eben unbefristet einstellt. Also, also Arbeitssicherheit, Arbeitsperspektiven, die eine ganz andere Wertschätzung erfahren können. Und das gilt natürlich für andere Elemente einer ökologischen Produktion, wie organische Dünger, wie integrierte Pflanzenschutz, wie die Wiederverwendung von den Resten aus den Palmölmühlen, dieses sogenannte Palm Oil Mill Effluent, was jetzt eine schlimme Verschmutzungsquelle ist, aber eigentlich auch sehr gut mit Biogas Produktion verknüpft und zu organischen Dünger dann verarbeitet werden können. Und das alles erfordert gute Facharbeiterinnen, die eben dafür auch entsprechend bezahlt werden. Das Ganze würde natürlich damit all teurer und je teurer aus unserer Sicht, desto besser, weil das diese ungeheure Druck auf eine ständige weitere Expansion zumindest abmildern würde. Insofern sehen wir erstmal eine grundsätzliche Vereinbarkeit zwischen der ökologischen und der sozialen Frage mit dieser Vision einer Mosaiklandschaft als Teil von einer Just Transition Perspektive. So, das Problem ist aber natürlich, zurzeit, also bis dato, haben die Gewerkschaften noch keine unabhängige Positionierung zur Ökologiefrage entwickelt in der Palmenindustrie. Und um das zu verstehen und gleichzeitig aber zu betonen, warum überhaupt diese Orientierung auf Arbeiterinnen, diese Frage bei der Ökologiefrage überhaupt wichtig ist, möchte ich auf zwei ganz grundsätzliche Punkte eingehen, die widersprüchlich, dialektisch sozusagen miteinander verknüpft sind. Das eine ist Entfremdung, das andere ist sagen die Machtpotenzial von organisierten Arbeiterinnen. Um mit der Entfremdung anzufangen, ist es natürlich so, wenn man fragt, wer rodet den Regenwald, wer pflanzt und erntet die Ölpalmen, wer sprüht die Pestiziden, wer verteilt den Kunstdünger, etc. etc., sind natürlich nicht die bösen Palmölunternehmer, sondern es sind unsere lieben Arbeiterinnen. Ja? Das heißt, die sind eigentlich das Problem. Ja? Aber sie machen es natürlich nicht, weil das irgendwie ihre Berufung ist oder weil sie
unheimlich Lust darauf haben, jeden Tag das Gleiche zu machen in Akkord, sondern natürlich nur und wirklich absolut nur wegen dem Lohn. Und hier fängt es nämlich an mit der Entfremdung, dass wir eine Trennung vom Produkt haben. Also die Arbeiterinnen haben, ne, ihr Lohn hängt überhaupt nicht damit, davon zusammen, wie gut die Preise sind auf dem Weltmarkt, ob die bei 1200 Dollar liegen oder bei 300 Dollar, das schwankt. Aber auch, sie sind auch von ihrem Arbeitsprozess getrennt. Also und das, was eigentlich das ausmacht, was Menschsein ausmacht, nämlich diese produktive Tätigkeit, ist ihnen sozusagen entfremdet. Und damit ist auch ihr Verhältnis zur Natur fremdbestimmt, weil unser Verhältnis zur Natur wird natürlich über den Arbeitsprozess eben im Stoffwechsel mit der Natur definiert oder verwirklicht. So, das heißt erstmal, dass es sagen überhaupt nicht verwunderlich ist, wenn man mit Arbeiterinnen sprechen, dass die erstmal nicht Ökologie als ihr zentrales Thema ansprechen. Und wie wir im Papier auch diskutieren, eben öfters mal, dass es zu einer dass sie, weil sie ja abhängig sind von ihren Arbeitgebern, dass sie einen Schulterschluss dann in diese Fragen mit den Unternehmern führen. So, auf der anderen Seite ist natürlich eine organisierte Arbeiterinnenbewegung ein potenziell mächtiger Bündnispartner für die Ökologiebewegung. Und wir müssen ganz nüchtern feststellen, dass die bisherigen Ansätze, also die vor allem aus einer Zusammenarbeit zwischen Umweltaktivistinnen, indigene Gruppen und Kleinbauernverbände besteht, es nicht schaffen, ne, das mächtige Bündnis aus Kapital und Staat irgendwie aufzuhalten, mit kleineren Ausnahmen, von kleineren Ausnahmen abgesehen. Das heißt, diese Macht der Arbeiterin, die in der Palmölindustrie wirklich enorm ist, weil erstens sind es sehr viele, so wie viele genau wissen wir gar nicht, und weil Streiks sehr, sehr wirksam in der Industrie sind, weil die Früchte, wenn man die 2 Tage lang nicht erntet oder nicht verarbeitet, in der Palmölmühle eben anfangen zu verrotten. Das heißt, wir sagen, diese Just Transition Perspektive ist etwas, was sagen eingebettet sein muss in diese Organisierung, diese Arbeiterinnen in der Palmölindustrie. So, und dann kommen wir im Grunde zu der Diskussion, was sind denn Just Transition Strategien und wie hängt das Papier jetzt mit dem Projekt zusammen, was wir angefangen haben. Und wir unterscheiden ganz im Papier ganz grob zwischen 3 verschiedenen Formen von Just Transition. Das eine ist die defensive Art, wo Gewerkschaften eher einen Wandel hinauszögern wollen und sozial abwenden wollen. Ein gutes Beispiel wäre IGBCE in Deutschland mit ihrer eine Gewerkschaft, die sagen für die Braunkohle und für ihr Unternehmen RWE sozusagen Demonstration organisiert. Zweitens sehen wir eins, was man jetzt sagen unter der Rubrik Green New Deal und solche Sachen kennt, also sagen eine Politik, die sehr stark sagen auf eine Intervention durch den Staat orientiert ist, und die sozial-ökologische Transformative, die sagen die Macht der Arbeiterinnen und der Gewerkschaften quasi direkt einsetzen möchte, um einen Wandel gegen die Interessen der Unternehmer zu erzwingen. Und hier haben wir sagen ein Beispiel dafür sind zum Beispiel die Gewerkschaft, die Kautschuk-Gewerkschaft von Chico Mendes in Brasilien, oder hier ein Bild von der Bauarbeitergewerkschaft in Australien in den 70er Jahren, die ganz gezielt in Zusammenarbeit mit Umweltinitiativen Streik als Mittel eingesetzt hat, um bestimmte Bauprojekte, die sie aus ökologischen und sozialen Gründen abgelehnt haben, eben zu verhindern. Also sie haben das Green Bans genannt und im Grunde haben sie damit die Waffe Streik gezielt für eine Veränderung und eine
Ökologisierung der Bauwirtschaft eingesetzt. Und das konnten sie aber nur machen, weil sie eben die sehr schlecht bezahlten und prekär beschäftigten Bauarbeiter damals eben mit militanten Kämpfen sozusagen organisiert haben und emanzipatorisch sozusagen organisiert haben. Und so ein bisschen ähnlichen Ansatz sehen wir hier mit einem Plakat von der NGG Jugend, die gegen Nestlé protestiert hat und hier diese zusammen, also im Grunde eine Verallgemeinerung der Kritik, nämlich soziale und ökologische Fragen, sagen werden, auf dem Altar des Profits dann von diesen Großunternehmen geopfert. So, das sind für mich sozusagen ganz wesentliche Punkte. Wir haben natürlich im Papier viel ausführlich und sagen jetzt speziell auch auf Indonesien vor allem sagen diskutiert. Aber das Papier ist wirklich nur ein erster Diskussionssteinchen, was wir in den Teich reinschmeißen, weil das sagen der Auftakt ist von einem Projekt, was wir dankenswerterweise von Brot für alle und also mit Diskussion zusammen mit Tina Goethe entwickelt haben, die jetzt die nächsten 3 Jahre laufen werden. Und hier sieht man die 3 Phasen. Also wir fangen tatsächlich an mit Gruppendiskussionen unter Arbeiterinnen und wollen ihre Perspektiven, ihre Erfahrungen, also welche Forderungen, welche Aspekte würden sie für eine solche Just Transition Perspektive betonen wollen? Wie hängt das mit ihrem Alltag im Betrieb, aber auch eben außerhalb des Betriebs im sozialen Reproduktionsbereich eben zusammen? Und dann haben wir Phase 2, wo wir dann diese Diskussionen, die erstmal unter Arbeiterinnen in den Gewerkschaften laufen, dann in Dialog mit anderen Gruppen bringen wollen. Also nämlich gezielt diese Frage nach mit der Landfrage, mit der Ökologiefrage, Gespräche mit indigenen Gruppen, mit Kleinbäuerinnen, wie sieht es aus mit Landreformen? Wollen wir zum Beispiel eine Diskussion, die wir jetzt schon gestartet haben, ist, sollen diese Mosaiklandschaften dann überhaupt von Unternehmen dann noch gemanagt werden oder soll das alles kleinbäuerliche Palmölproduktion werden, etc. Bei dieser Diversifizierung und Erweiterung der Perspektiven wollen wir aber auch entlang der Produktionskette, also bis nach Deutschland vorstoßen. Das heißt, mit Arbeiterinnen sprechen und Gewerkschaftsvertreterinnen, die eben in der Verarbeitung und Logistik und so weiter eben beschäftigt sind, also die auch eben mit Palme zu tun haben. Also wie würde eine Just Transition Perspektive dort aussehen können? Und drittens haben wir die Phase, wo wir dann hoffen, dass durch die gewerkschaftsinterne Diskussion, aber auch durch den Dialog mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, wir eine Koalition für Just Transition dann starten können in Indonesien, die aber direkt von Anfang an transnational orientiert ist und die anfängt, eben diese Forderung ganz konkret runterzubrechen für die Arbeit an der Basis, wie kann man Just Transition Perspektiven verwenden als Organizing Tool, aber auch wie kann man Tarifverhandlungen nutzen, um Schritte in Richtung einer Just Transition eben tatsächlich durchzuboxen. Und das ist, glaube ich, damit will ich jetzt zu Ende kommen, dass für uns ganz wichtig ist, dass es um eine unabhängige Positionierung geht. Es geht nicht darum, diese Stakeholder-Initiative quasi um ein paar Vertreter der Gewerkschaften zu ergänzen, sondern im Grunde sagen wir, es kann nur gegen die Unternehmer durchgesetzt werden. Und deswegen sind diese Kämpfe, diese unmittelbaren Kämpfe um Löhne zum Beispiel, ja, um prekäre Beschäftigung absolut zentral, weil so organisiert man, so können wir organisieren. Und so entsteht auch eine unabhängige Perspektive auch in der Umweltfrage, weil aus Arbeitnehmerinnen-Sicht dann klar ist, wenn sie uns Hungerlöhne und bezahlen, dann glauben wir denen auch nichts, was, wenn die sagen, wir haben eine nachhaltige Palmölproduktion. Und also die, um so eine unabhängige Perspektive, die eine universalistische
Perspektive für die ganze Gesellschaft, die auch eben Indigene und Kleinbäuerinnen sagen, auch eine Bündnisperspektive anbieten kann. Darum, das wäre sagen, das Oberziel dann zum Schluss. Dankeschön. Vielen Dank, Oliver und Michaela, für diese Kurzzusammenfassung des Diskussionspapiers. Und damit möchte ich auch gleich in die Diskussion einsteigen. Die meisten von euch, von Ihnen, wird es gesehen haben. Wir haben heute vier Vertreterinnen aus unterschiedlichen Organisationen bzw. Gremien bei uns. Julia Kaiser, sie ist bei, ups, wieder den richtigen Zettel suchen, bevor ich loslege. Julia Kaiser ist bei, Entschuldigung. Ich kurz befreien, kein Problem. Students for Future, ja. In Leipzig und bei dem Studierendenverband der Linken. Wunderbar, Julia, dass du dabei bist. Wir haben Johanna Michel vom Bruno-Mansa-Fonds aus der Schweiz. Sie ist Co-Leiterin beim Bruno-Mansa-Fonds. Marianne Klüte von Rettet den Regenwald. Auch sie ist Co-Geschäftsführerin von der Organisation Rettet den Regenwald. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass Andreas Zorn bei uns ist. Andreas Zorn ist Gesamtbetriebsrat von Nestle. Und er ist im Hauptvorstand der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten. Das ist eine für mich sehr aufregende Besetzung dieses virtuellen Podiums. Und wir haben gesagt, wir haben alle vier gebeten, das Diskussionspapier zu kommentieren, beziehungsweise nicht das Papier als solches, sondern vor allen Dingen den Ansatz Just Transition in der Palmölindustrie. Wir möchten aber nicht die Kommentare einen hinter den anderen machen, sondern wir werden sie in Form einer Podiumsdiskussion hören. Und die erste Frage, die ich euch stellen möchte, ist tatsächlich eine ganz kurze Reaktion. Was waren die ersten Gedanken, die euch durch den Kopf geschossen sind, als ihr das Papier gelesen habt? Eure erste spontane, vielleicht auch emotionale oder intellektuelle Reaktion auf das Papier. Julia, magst du den Anfang machen? Ja, kann ich machen. Also vielleicht ganz kurz einen Hintergrund noch davon, warum ich jetzt auch hier bin, ist, glaube ich, dass ich mit Teilen der Klimabewegung, also von Fridays for Future vor allem, gemeinsam mit einem Fachbereich von Verdi, dem Verkehrsfachbereich, eine Kampagne gemacht habe über ein paar Monate, wo es darum ging, eine Tarifrunde im Nahverkehr zu verbinden mit der Forderung nach einer sozial-ökologischen Verkehrswende sozusagen. Deshalb interessiert mich auch diese Allianzfrage von Klima und Arbeiterinnenkämpfen sozusagen. Genau, und in diesem Sinne kann ich auch eigentlich erstmal nur sagen, dass mich das total begeistert, was ihr da erarbeitet habt. Also ich habe gerade selber aus meiner Perspektive das Gefühl, dass die Klimabewegung natürlich in total der Sackgasse steckt. Es gibt einmal die Variante Appellpolitik. Wir wollen irgendwie, dass sich alles ändert und alle verstehen, dass alles schrecklich ist. Und die andere Variante ist ziviler Ungehorsam. Wir müssen sozusagen erschrecken und zeigen, wie drastisch der Wandel sein müsste, den wir brauchen. Und ich und vor allem Genossinnen sozusagen, die sich irgendwie so im ökosozialistischen Spektrum zuordnen, wir glauben natürlich genauso, wie das vielleicht Olli gerade vorgestellt hat, auch, dass wir das Ganze, also die ganze Klimafrage irgendwie mit Fragen um Lohn und Arbeitsbedingungen und ja, Demokratie auch in der, im ganzen Produktionsprozess sozusagen verbinden müssen, damit das wirklich was wird. Und deshalb finde ich das ganz toll, was ihr da gemacht habt. Vielleicht ein bisschen konkreter noch. Ich glaube, was es ganz viel gibt schon ist, also auch in der Klimabewegung oder in der Linken, ist die Forderung nach Kämpfe verbinden sozusagen. Jeder in der Klimabewegung würde sagen, Soziales und Ökologisches gehört zusammen. Vielleicht brauchen wir auch einen System Change. Natürlich sind Menschen auch hier, keine Ahnung, im Rahmen von Braunkohlegebieten von Wegzug betroffen und so weiter und so fort. Und deshalb solidarisieren wir uns mit ganz vielen verschiedenen Gruppen. Ich glaube, was es nicht gibt, ist sozusagen zu antizipieren, wie denn Interessen gebündelt werden könnten und wie das dann eben kein Slogan wird, sondern wie es
quasi Kämpfe geben kann mit Durchsetzungsperspektive, mit Gegner und so weiter, in denen man sozusagen wirklich was erreichen kann, um zu zeigen, dass wir irgendwie als soziale und ökologische Linke sozusagen ja die Lebensverhältnisse für alle halt verbessern. Und das finde ich total toll, auch allein in eurer Tabelle sozusagen dann auf den Punkt gebracht, nur diese Arbeitsweise. Also ihr guckt jetzt, was könnte es für reelle lebensweltliche Probleme geben? Wo könnte man die gegenseitig, wo könnten die sich ergänzen oder sozusagen übereinstimmen? Genau, und entlang von welchen Konflikten könnte man Menschen organisieren? Darum geht es ja im Endeffekt. Genau, das vielleicht als ein Punkt. Ich weiß nicht, ich kann aufhören oder noch eine Sache sagen? Sag noch die eine Sache. Okay, die andere Sache ist, finde ich, dass ihr ja zumindest ein bisschen aufzeigt, dass ihr diese Branche sehr genau oder auch die ganze Region sehr genau analysiert. Das finde ich auch noch total relevant, weil ganz oft hier auch gesagt wird, ja, irgendwie die Menschen in der und der Branche sind halt eher gut oder eher schlecht bezahlt und dabei bleibt es dann aber, jetzt aus Klima- oder linker Perspektive. Und dass ihr sozusagen genauso genau zu analysieren versucht, es sind ganz viele verschiedene Akteurinnen, die sozusagen überhaupt nicht homogen sind und die man sozusagen, wo man genau gucken muss, wer unter was leidet und deshalb da sehr präzise sein muss, anstatt zu sagen, ah, die Leute in der Kohle verdienen gut und deshalb solidarisiere ich mich lieber mit der Person aus der Pflege. Also ich versuche nur zu skizzieren, wo ich sozusagen politisch, was hier sonst so rumspürt in Deutschland. Ja, das finde ich top, dass ihr so genau sozusagen da vorgeht. Und Fragen habe ich natürlich auch ganz viele, aber da kommen wir hoffentlich noch dazu. Danke, Julia. Johanna, darf ich dich bitten, aus Umweltperspektive deine Reaktion, deine erste spontane Reaktion uns mitzuteilen? Ja, danke Tina, auch herzlichen Dank den Autoren. Ich fand das auch sehr inspirierend, spannend zu lesen, muss ich sagen. Genau, also ich meine, der Ansatz ist zumindest mal schon in der Theorie bestechend, weil es eine Win-Win-Situation in dem Sinn aufzeigt, eben für Arbeiter, Umwelt und Indigene. Also das fand ich schon mal sehr toll. Und ich muss sagen, ist sicher etwas, das in der Umweltbewegung etwas zu kurz kommt. Also wir haben, also ich arbeite seit jetzt mal ja, 10 Jahren zu Palmöl, jetzt für den Bruno Manzer Fonds, und es geht in der Problembeschreibung natürlich immer auch um die Arbeiterrechte, schlechte Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber natürlich Indigene, auch als ein klarer Schwerpunkt, und natürlich eben die Umweltfragen. Aber in den Lösungsansätzen sind tatsächlich die Arbeiter eigentlich nie ein Thema. Und wir haben das ein bisschen, also ist mir aufgefallen einfach beim Lesen des Papiers, dass das natürlich durchaus Potenziale gibt, also die auch interessant werden für die Umweltbewegung oder für Umwelt-NGOs und die ernst genommen werden können. Vielleicht noch eben klar die Thematik der Mischkulturen oder der Mosaiklandschaften, das ist klar ein Thema, das uns auch beschäftigt, das von dem Lösungsansatz her sicher ein Thema. Die ganze Landrechtsthematik, also und Schwierigkeiten dann, die dazukommen, da habe ich sicher auch noch Fragen dann dazu, weil das sind sicher Herausforderungen. Aber grundsätzlich fand ich das sehr spannend, eben die Perspektive so ein bisschen auch auf die Arbeit zu wenden. Ja. Also herzlichen Dank. Danke, Johanna. Andreas Zorn, was ist dir beim Lesen des Papiers durch den Kopf gegangen? Also bei dem Lesen ist mir gar nicht so viel durch den Kopf gegangen, als bei dem, was die beiden jetzt hier vorgetragen haben, fand ich nämlich dann tatsächlich noch mal ein bisschen greifbarer und interessanter und auch ein bisschen mit Emotionen behaftet. Das macht das Ganze lebendiger. Ganz ehrlich, bei dem Thema, das ist so der Klassiker von Gewerkschaftern, wenn wir über Arbeitsbedingungen reden, über Löhne reden, dann ist das etwas, wo wir uns natürlich hier mit beschäftigen, aber speziell eben bei Nestle, dadurch, dass ich auch im europäischen Betriebsrat bin, sind wir natürlich auch bei bestimmten Themen auch innerhalb Europas. Und wir haben auch einen Weltbetriebsrat tatsächlich, der sich auch tatsächlich dann auch mit Kolleginnen und Kollegen aus Indonesien zusammensetzt und schaut, wie da die Arbeitsbedingungen sind. Ganz ehrlich, all das, was ihr vorgestellt habt, ist absolut richtig und auch ein Thema bei uns. Nestle leugnet das alles. Also alles das, was ihr vorstellt, ist nicht das, was das Unternehmen letztendlich, ich sag mal, befürwortet in dem Fall, das sagt, ja, wir arbeiten so oder wir lassen so für uns arbeiten, sondern Nestle sagt, nein,
das ist alles erstunken und erlogen und wir sind eigentlich die Guten und glaubt uns das, das ist nicht so. Nestle ist nichts anderes wie eine Profitmaschine. Und Leute, die in so einer Maschinerie arbeiten, denen geht es tatsächlich nur ums Geld. Und ich fand dieses Plakat von der NGG, was du vorhin gezeigt hast, Oliver, von der jungen NGG, eigentlich auch recht passend, auch wenn es nicht schön ist, aber es ist passend. Und insofern, glaube ich, funktioniert nur so etwas, wenn wir die Verteilungsfrage stellen, die müssen wir generell überall stellen, und wenn wir Solidarität gemeinschaftlich erarbeiten, um letztendlich gerade gegen solche großen Konzerne, ich gehöre zwar mit dazu, weil ich dort beschäftigt bin, aber letztendlich, man braucht ein Machtpotenzial auf der anderen Seite, um sich gegen solche Konzerne zu behaupten. Und das wird schwer genug, nicht weil ich das sage, weil ich nicht daran glaube. Ich glaube fest daran, dass was geht, aber dazu muss man tatsächlich sehr, sehr eng zusammenstehen und den Schulterschluss haben. Ja. Vielen Dank, Andreas. Marianne, was ist seitens Rettet den Regenwald den Reaktionen noch hinzuzufügen? Ja, wir beschäftigen uns schon sehr, sehr lange mit Palmöl, vielleicht gerade mit dem Entstehen der ersten großen Plantagen. Und wir haben uns auch aufgerieben in Widerstand gegen die Expansion von Palmölplantagen und haben eigentlich nur mit anschauen können, wie immer mehr Riesenmonokulturen entstanden sind. In dem einen oder anderen Fall konnten wir unsere Mittel und unsere Kraft einsetzen, um eine Expansion in einem kleineren Gebiet zu verhindern. Aber tatsächlich war es ein aussichtsloses Unterfangen. Und wir blicken jetzt quasi auf eine Generation zurück der ersten Palmölplantagen, die jetzt sich dem Ende neigen. Und aus diesem Grund hat mich das Papier besonders fasziniert. Abgesehen davon, dass ich vielleicht selbst nicht wüsste, wie man das umsetzen kann. Aber es fasziniert mich, weil das Potenzial, mehrere Millionen Hektar, 6 oder vielleicht sogar mehr Millionen Hektar an Ölplantagen jetzt, die das Alter erreicht haben, in dem sie nicht mehr profitabel sind. Und es gibt auch Programme, wie halt indigene oder lokale Communities Landrechte bekommen. Das ist alles noch relativ neu, aber für mich ist das jetzt quasi passend zur aktuellen Situation, ist das Papier erschienen, dass man darüber ausführlich diskutieren muss und überlegen muss, wie man das umsetzen kann. Was passiert also mit den vielen alt gewordenen Plantagen? Und von daher denke ich dann schon gleich irgendwie in die praktische Ecke. Wir haben hier Land zur Verfügung oder es ist einfach Land da, das die meisten Großkonzerne gar nicht mehr interessiert. Was passiert damit? Also man kann eigentlich sofort anfangen, ohne dass man vielleicht gleich die ganze Industrie revolutionieren muss. Denn es ist es wird uns quasi große Flächen an Land vor die Füße gelegt und niemand weiß, was damit zu tun ist. Die Gefahr besteht, dass diese Flächen vielleicht in Form von Wiederaufforstungsprogrammen mit Klimageldern finanziert werden und dann der lokalen Bevölkerung und auch der Arbeiterschaft, die halt nicht lokal ist, die zugezogen ist, wieder entzogen wird. Also von daher finde ich das ein sehr, sehr faszinierendes Konzept und es gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt. Das war so mein erster Gedanke. Vielen Dank, Marianne, auch für diese sehr konkrete Anbindung an den Moment. Ja, ihr habt es alle vier schon ein bisschen gesagt. Was ist eigentlich eure Arbeit, euer direkter Bezug zu diesem Just Transition Ansatz? Wo leistet ihr da schon konkret, also wo ist in euren Organisationen eigentlich schon Arbeit in Richtung dieses Just Transition Ansatzes zu sehen? Wo könnt ihr schon Beiträge ausmachen? Ihr habt es zum Teil schon erwähnt, wo ihr auch dran seid, aber mich würde das nochmal interessieren, weil ihr eben aus den Klima-, Umwelt-, Gewerkschaftsrichtungen kommt und genau das wollen wir in diesem Projekt
zusammenbringen. Und wir werden ja nicht alles von Neuem beginnen, sondern auf der Arbeit von Organisationen und Bewegungen wie euren aufbauen. Vielleicht fangen wir gerade wieder rückwärts an. Und Marianne, vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Wo siehst du denn, dass Rettet den Regenwald schon Beiträge zu einem Ansatz leisten könnte? Zum Just Transition-Ansatz. Auch da denke ich mal eher praktisch, denn das ist in jedem Land und auch in Indonesien, auf jeder Insel, glaube ich, eine sehr, sehr unterschiedliche Situation. Und die Stimmung und der Wille der Bevölkerung, die Einstellung zu Palmöl ist auch sehr unterschiedlich. In vielen Gebieten sind die Menschen quasi durch die Omnipräsenz der großen Palmölplantagen mehr oder weniger gezwungen, auch auf Ölpalmen umzusteigen, weil die Böden rundherum auch verseucht sind und so weiter, oder weil die Märkte oder die Absatzwege keine anderen mehr vorhanden sind. Also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Gegend man betrachtet. Und wo wir eigentlich arbeiten, es ist auf der einen Seite, geht es darum, den lokalen Gemeinschaften verbriefte Landrechte zu verschaffen oder Waldrechte, wir nennen es eher Waldrechte. Da geht es zwar auch um wirtschaftliche Nutzung, aber bei uns ist immer der Hintergedanke gewesen, bloß kein Palmöl oder sonst wie Plantage, Kautschuk oder sonstiges, sondern Waldnutzung nach traditioneller Art. Und auf der anderen Seite dann die degradierten oder alt gewordenen Plantagen wieder aufzuforsten. Also bei uns geht es nicht in diese Richtung, eine Kooperation quasi mit Gewerkschaften oder mit Arbeiterschaften. Also das ist uns ein neuer Gedanke, würde ich mal sagen. Sondern es geht eher um den Widerstand gegen die Expansion der Ölpalmplantagen und um den Erhalt der Regenwälder. Danke, Marianne. Andreas, wo siehst du schon als Nestle-Betriebsrat oder Gewerkschafter Möglichkeiten, zu dem Just Transition-Ansatz beizutragen? Ja, sagen wir mal so, ich sehe es jetzt mal mit der Brille von Großkonzernen, die ja auch meistens diejenigen sind, die in den Ländern solche Palmölplantagen betreiben, unter Voraussetzungen, die für uns völlig unakzeptabel sind. Und da ist nicht nur Nestle, da ist auch Mondelez, Unilever, wie sie alle heißen, die ganzen großen Multikonzerne. Man bekommt die eigentlich nur mit einem Punkt, indem man ihnen letztendlich eine schlechte Reputation nach außen mitgibt. Also das heißt, eine negative Presse. Das ist das Einzige, wo ein Großkonzern sofort reagiert, weil er sagt auch, habe ich eine schlechte Presse, dann könnte es durchaus sein, dass meine Kunden letztendlich meine Produkte nicht mehr kaufen. Das ist der gezielte Griff ins Portemonnaie. Und darüber fängt auch an, eine Nestle und auch eine Unilever sich letztendlich zu bewegen. Das ist die einzige Chance, die man hat. Und ich finde viele Aktionen gut, die wir auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa machen. Greenpeace macht da sehr viel mit Aktionen zu Palmöl, die wir auch bei uns in der Zentrale in Deutschland hatten, wo sie sich vom Haus runter gehangelt haben und haben praktisch zu dem Thema KitKat, die einige werden sich vielleicht daran erinnern, mit den abgebissenen oder mit den Fingern eines Gorillas praktisch dargestellt, was den Konzern bis ins Mark getroffen hat. So eine kleine, ich sag mal, für uns jetzt kleinere Aktion hat unglaublich viel bewirkt. Und solche Aktionen müssen viel öfter kommen. Ich meine, Oliver weiß es, wir waren dann auch mal nicht zu dem Thema, aber auch zu eigenem Thema in Deutschland, zu dem Thema Mensch vor Marge, zur Profitgier des Unternehmens, waren wir dann auch mal in WW. Das ist ja praktisch der Olymp von Nestle, wo letztendlich am Genfer See die Damen und Herren da sitzen.
und haben dort demonstriert. Und man soll nicht glauben, ich meine, die Schweizer sind ja da sowieso ein bisschen anders gestrickt wie wir Deutschen oder wie viele andere, die haben so ein bisschen Angst vor Streik, ist ja auch nicht schlimm. Das hat uns geholfen in dem Fall. Und aber man hat gemerkt, es bewegt was. Es hat was tatsächlich in dem Konzern gemacht. Und das ist das, was wir als Gewerkschaften machen können. Solidarisieren, immer wieder aufzeigen, immer wieder auch den Konzern da in den Pranger oder an den Pranger zu stellen, wo sie nicht sauber arbeiten. Das ist die einzige Chance, die wir haben, wo ich auch glaube, dass dort sich dann auch nachhaltig die Arbeitsbedingungen und auch die ganze Handlungsweise verändern wird. Danke. Ich hätte sofort Lust, da einzusteigen, noch mehr zu fragen, aber ich frage jetzt doch Johanna, Schweizerin. Absolut richtig. Wir streiken nicht gerne. Ja. Aber ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nein, nein. Eben aus, wo siehst du Möglichkeiten, dass der Bruno-Manser-Fonds schon zu einer Just Transition-Perspektive unter einem Ansatz beiträgt oder beitragen kann? Ja. Also was sicher eine Stärke des Bruno-Manser-Fonds ist, sind diese Name-and-Shame-Kampagnen, die gerade erwähnt wurden, indem wir einfach Unternehmen an den Pranger stellen. Aber das ist natürlich jetzt nicht gerade der Beitrag zu Just Transition, außer eben man holt vielleicht auch die Gewerkschaften dann an Bord. Aber eben diese Dimension fehlt bis anhin. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, wir sind auch eben eine Organisation, der Bruno-Manser-Fonds ist ein Verein, der sich für den Schutz der Regenwälder und der indigenen Rechten einsetzt. Also primär aus Umweltperspektive wichtig ist es keine Expansion oder keine weitere Zerstörung der Regenwälder und Torfmoore. Also das muss wie eigentlich das primäre Ziel sein. Heißt natürlich nicht, dass Agroforstsysteme oder eben die traditionelle Nutzung weiter möglich ist, wie das auch schon von den Indigenen heute praktiziert wird. Aber das ist vielleicht sehr ein wichtiger Punkt. Und eigentlich für uns kommt dann Just Transition eigentlich erst zum Zuge, wenn das schon gescheitert ist. Also wenn man sagt, okay, Regenwald konnten wir nicht retten, was können wir jetzt machen? Und die Frage hat sich uns gestellt jetzt vor ein paar Jahren in Westmalaysia. Ich muss vielleicht sagen, wir sind vor allem in Malaysia tätig und dort gibt es eben diese Programme, in denen Bauern, nicht Indigene, aber Bauern in dem Sinn Land bekommen haben, wenn sie Palmöl angebaut haben. Das sind Felder, ist eines der Programme, das relativ bekannt ist. Und die haben jetzt ihren Zenit erreicht. 20 Jahre sind so ein bisschen um. Und wir wollten da Visionen kreieren und das auch ein bisschen, es gab einen Umbruch im Politischen in Malaysia und dort ein bisschen schmackhaft machen und haben deshalb auch ein Forschungsinstitut beauftragt, Möglichkeiten, wie, was jetzt aus diesen Plantagen geschehen könnte, also was jetzt neu entstehen könnte, das ökologischer wäre oder so in dem Sinn diese Mischkulturen, die auch der Just Transition Ansatz vertritt. Und vielleicht hier noch ein, zwei Bemerkungen dazu. Könnte man natürlich länger ausführen, aber interessant war eben einerseits, man muss natürlich die vorhandene Infrastruktur nutzen. Also die Palmölmühlen sind weiterhin Bestandteil dort gewesen. Es wird also nicht ohne Palmöl gehen, wie das der Ansatz auch sieht. Und dass die lokalen Bedürfnisse relativ gut einbezogen werden und auch eine Marktanalyse nötig ist. Und das fehlt auch alles noch. Also dass man wie sagt, was sind überhaupt Cash Crops oder was sind eigentlich Nutzpflanzen überhaupt, die Lokalbevölkerung einerseits nutzen kann, auch Stichwort Ernährungssouveränität, Selbstbestimmung, aber auch verkaufen kann oder also mit dem Geld machen kann und eben das auch gewinnbringend ist. Und das finde ich vielleicht auch noch einen wichtigen Punkt, den ich vielleicht eingangs gar nicht erwähnt habe, ein bisschen die wirtschaftliche, nachhaltige Dimension, weil ich denke, da hat es auch schon sehr viel und das sind einfach in der Palmöl-Debatte sehr wichtige Punkte. Da kommen sie immer, Arbeitsplätze gehen verloren und so weiter, dass man sagt, nein, nein, Arbeitsplätze werden auch geschaffen und das werden einfach besser. Also die Argumentation, dass man dort ein bisschen stärker und vielleicht auch mit Zahlen arbeiten kann, ist sehr wichtig und das fand ich auch jetzt wichtig zu lesen, auch wenn man noch nicht genau sagen kann, wie viele Arbeitsplätze würden dann verloren gehen und eben, es wären natürlich auf einem anderen Level wahrscheinlich Arbeitsplätze, aber das finde ich noch wichtig und eben auch die Abhängigkeit von einer Nutzpflanze, dass das natürlich auch wirtschaftlich nicht nachhaltig ist. Also ich finde das auch sehr ein wichtiger Punkt für die Palmöl-Debatte grundsätzlich und das ist auch so ein Arbeitsbereich, den wir vertreten, in dem Sinn Lobbying, dass wir möglichst einerseits auf der
malaysischen und eben indonesischen Seite das versuchen voranzutreiben, aber auch eben in einem europäischen Kontext. Und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt und ich auch denke, eine Stärke des Ansatzes. Danke, Johanna. Julia, du bist ja eigentlich schon mittendrin in diesem sozial-ökologische Transformation beide Seiten verbinden, das hast du uns schon berichtet. Vielleicht auch noch mal konkreter, wie können sich die Students for Future, Strike for Future, Climate Strike for Future, wie könnten sie sich auch in diese Debatte einbringen, einen Beitrag dazu leisten, sich da engagieren? Gar nicht so leicht zu sagen hier aus Leipzig. ich glaube, ich habe so im ersten Moment gedacht, so ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene können wir natürlich wenn wir weiter diese Strategie verfolgen, dass die Klimabewegung sich hier mit den Gewerkschaften auseinandersetzt und gemeinsam überlegt, was man erreichen kann, dann ist es grundsätzlich so, glaube ich, dass man mehr ein Gespür auch hier sozusagen in Europa vielleicht für die Bedeutung von Arbeitskämpfen, von Arbeitsbedingungen und sowas bekommt. Und wenn man dann bisher gibt es ja ganz oft den Ruf nach globaler Gerechtigkeit, globaler Klimagerechtigkeit ist ja so eins der Kernelemente eigentlich auch aus der Klimabewegung hier in Deutschland oder von Fridays for Future. Und ich denke schon, dass man da zumindest so Soli-Kampagnen, wenn euch da irgendwas gelingen würde, total gut machen könnte, hier auch aus Deutschland heraus. Und ansonsten, glaube ich, haben wir halt in dieser Kampagne vielleicht ein paar praktische Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier an der Stelle schon richtig ist, aber so ein paar Dinge hatte ich mir eben notiert. Also ich glaube, unsere Zusammenarbeit von Studentinnen und Bus- und Bahnfahrerinnen, die vielleicht manchmal ähnlich weit voneinander entfernt sind wie indigene Gemeinschaften und Palmölarbeiterinnen, so wie ihr es beschreibt, das hat, glaube ich, funktioniert, weil es halt einen konkreten Anlass gab. Also das hat das Ganze, es war eine Tarifrunde und an die haben wir uns angeschlossen. Und das ist eigentlich so meine Hauptfrage vielleicht auch an euch, wo dieser Anlass sein könnte. Also ihr habt ganz am Anfang ja geschrieben, diese Verträge laufen aus. Aber das war mir noch nicht ganz klar sozusagen, was das bedeutet. Also geht das einher mit politischen Verhandlungen oder mit Streiks oder was könntet ihr euch da sozusagen vorstellen? Was geht in diesem Zusammenhang? Weil einfach Gesprächsrunden anzuleiern, ich weiß nicht, wie die Leute da drauf sind, ich habe überhaupt keine Vorstellung, aber eine Gesprächsrunde zu, wie ökologisch sind eigentlich ist dein Arbeitsumfeld, stelle ich mir fast unmöglich vor sozusagen, aber vielleicht ist es einfacher, als ich denke. Genau, das heißt, wir hatten das Gefühl, es braucht immer so einen Anlass. Der hat uns ermöglicht, dass so eine Zusammenarbeit zustande kam, hat aber gleichzeitig natürlich auch erschwert, das Ganze nachhaltig und langfristig zu machen. Also eine Tarifrunde ist halt irgendwann vorbei. Das, was ihr beschreibt, klingt ja schon viel länger angelegt, was ich sehr gut finde. Und genau das andere, was vielleicht auch noch wir beitragen können, ist, dass man halt Methoden fast erprobt, mit denen halt so eine ungewohnte Zusammenarbeit möglich wird. Also wir haben sozusagen uns von Anfang an vorgenommen, nicht, was ihr auch betont habt, nur mit Repräsentantinnen von irgendwem zu sprechen oder Papiere zu schreiben oder Aktionen zu machen. Das fand ich ganz lustig, dass der Gewerkschafter hier in der Runde, Andreas, gerade gesagt hat, wir können eigentlich vor allem Shame-Kampagnen machen. Wir waren immer so, nein, wir müssen vor allem die Leute für die Gewerkschaft organisieren, weil die sind die Einzigen, die sozusagen jetzt über Jahre hinweg für andere Bedingungen da kämpfen können. Genau, das heißt, vielleicht kann man echt so ein paar Methoden auch verallgemeinern, wie man Stück für Stück in Betrieben, Regionen oder sowas halt Gewerkschaft von unten sozusagen wieder aufbaut. Das ist das, was ja so unter Organizing kursiert und wo ich sagen würde, das sind vor allem manchmal Methoden, die vielleicht helfen. Also zum Beispiel sich selber auch Anlässe zu schaffen und nicht zu hoffen, dass die Leute sich zusammentun, sondern zu sagen, einmal im Monat machen wir folgende Aktion. Hier ist eine Hilfe, wie ihr das in eurer Region machen könntet. Um die Leute sozusagen nicht alleine zu lassen. Solche Dinge kann man vielleicht auch international austauschen. Danke, Julia. Das fand ich jetzt schon wirklich sehr hilfreich, weil du beginnst, die Dinge zusammenzubringen, weil wir sind ja alle in unserer Arbeit drin und haben Organisationen oder eben Gewerkschaften mit bestimmten Zielen. Und wie schaffen wir es, die Verbindungen unter uns zu stärken, dass es wirklich ein Zusammenkommen ist oder zunächst ein Austausch, ein Verbinden der verschiedenen
verschiedenen Strategien. Und ich würde da gerne nochmal eine letzte Runde jetzt zunächst für das Podium eröffnen und vielleicht mit Andreas anfangen. Eben, du hast gesagt, Name and Shame, das bewegt sie. Also da, wo die Unternehmen quasi um ihre Reputation fürchten müssen, dann bewegen sie sich. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Weil wenn jetzt Arbeiterinnen, und ich erlebe das in der Schweiz bei Nestle, die meisten sind sehr stolz darauf, bei Nestle zu arbeiten und haben eigentlich überhaupt keine Lust, Name and Shame für ihren Arbeitgeber sich anzuhören, geschweige denn zu unterstützen. Also ich finde das ganz, ganz spannend, diesen Widerspruch. Wie geht man damit um? Also Name and Shame sind klassischerweise Kampagnen, die wir von Umweltseite machen, manchmal auch von Entwicklungs- oder Menschenrechtsorganisationen. Die Schweizer, die sind sehr leidensfähig, muss ich immer wieder feststellen. Nein, also ganz Spaß beiseite. Natürlich sitzen wir auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz im Europäischen Betriebsrat. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es die Schweiz alleine ist. Da gibt es durchaus Länder, die haben dann etwas anderen Blick drauf, berechtigterweise. Ich muss aber sagen, der größte Teil, und ich kann für Deutschland ganz gut sprechen, sieht das völlig anders. Wir sehen tatsächlich, was Nestle macht, nämlich uns jeden Tag belügen und betrügen. Das gehört letztendlich zu dem Geschäftsmodell der Schweizer, der Nestle. Und insofern sind wir da, ich glaube, schon anders gestrickt. Also wir haben überhaupt kein Problem, die Nestle auch dort anzufassen und ihnen auch zu sagen, das, was ihr da macht, geht überhaupt nicht. Und ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, wir haben ja eine große Aktion gestartet, nämlich das Thema Mensch vor Marge, People Before Profit. Das haben wir auch europäisch aufgesetzt, weil es auch letztendlich nur um das eine geht, nämlich um, ich sag mal, Margen. Es geht eigentlich nur darum, dass Nestle schaut, die Marge so hoch zu setzen, wie es gerade geht. Und das führt natürlich genau zu diesen Punkten, dass ich in den Ländern, wo ich die Rohstoffe letztendlich benötige für meine Produkte, schaue, dass ich so günstig wie möglich letztendlich bekomme. So, und Nestle ist dann auch sehr radikal und sagt, wenn es denn tatsächlich Veränderungen gibt, dass der Preis sich in irgendeiner Form erhöht, im Moment erleben wir das gerade, dass die Rohstoffpreise ein Stück weit durch die Decke gehen, dann wird das natürlich an den Verbraucher, nämlich an uns letztendlich, die wir alle Verbraucher sind, auch direkt weitergegeben. Durch Preiserhöhung. Und sollte das nicht möglich sein, weil der Discount sagt, das läuft so nicht, das können wir nicht machen oder wir als Verbraucher nicht bereit sind, dies zu tun, dann gehen sie an ihre Belegschaften dran. Und dann gibt es Restrukturierungsmaßnahmen, dann werden ganze Fabriken geschlossen und das ist genau das, was wir auch letztendlich anprangern. Deswegen gehen wir auch so provokant in diesen Fight mit Nestle rein, nämlich Mensch vor Marge, nämlich zu schauen, dass es eben nicht nur um weiteren Profit geht, um Profitmaximierung, sondern letztendlich auch um den Menschen, auch um die Nachhaltigkeit der Natur und letztendlich auch zu guten Arbeitsbedingungen. Und eben, wie gesagt, ich hatte es eingangs erwähnt, man muss da die Verteilungsfrage stellen. Ich meine, wir reden davon, dass unser CEO jedes Jahr 20 Millionen Schweizer Franken verdient. So, und nicht, weil ich es ihm neide, um Gottes Willen, aber das steht in keiner Relation zu dem, was er letztendlich an Arbeit leistet. Und da könnte ich noch vieles erzählen und runterbrechen. Es geht aber darum, dass das ist ein System. Er sagt oder seine Shareholder sagen, pass auf, wir haben dich hier engagiert, damit du für uns das Maximale rausholst. Und das ist sein Job. Das ist ihm völlig egal, wie er es macht. Und wenn er in einem Jahr 50 Fabriken weltweit schließt, um den Shareholdern ihre Profite zu geben, nämlich ihre Dividenden zu zahlen, dann hat das mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Aber darum geht es in diesem System nicht. Dieses System sagt letztendlich, wir machen kurzfristig Gewinne, machen Aktienrückkäufe, damit die Aktien letztendlich haben, auch nochmal dadurch Gewinne bekommen. Und das hat aber, wie gesagt, nichts mit Nachhaltigkeit auch innerhalb des Konzernes zu tun, sondern es geht nur um kurzfristige Gewinne, um die Maximierung letztendlich
des Profits. Und so handelt ein Konzern und deswegen haben wir auch in Deutschland und auch Gott sei Dank in anderen Ländern überhaupt kein Problem damit, Nestle an den Pranger zu stellen. Und wir machen dies ganz bewusst, weil wir Veränderungen erwarten und nicht nur bei uns, wir klagen da auf einem relativ hohen Niveau, sondern eben auch, wie beschrieben, in Malaysia, Indonesien und in vielen anderen Ländern der Erde, die uns die Rohstoffe liefern. Danke, Andreas. Ja, wenn wir eben, das eine ist Nestle und andere Konzerne kritisieren, das andere ist ja eben auch tatsächlich Schritte in Richtung Just Transition vor Ort. Also wir haben am Anfang von Michaela die Mosaiklandschaften beschrieben bekommen. Wir haben gehört, dass eben die Plantagenarbeiterinnen und Arbeiter sehr prekäre Situationen haben. Was seht ihr denn als die größten Herausforderungen zu diesem, Johanna hat es gesagt, das ist ja eigentlich super, Win-Win, oder? Also tolles Modell, genau das wollen wir, go for it. Wir wissen aber alle, schwierig. Wo seht ihr aus eurer Perspektive die größten und vielleicht die Herausforderungen, die man als erstes angehen müsste? Also wo denkt ihr, wäre der nächste Schritt anzusetzen? So konkret wie möglich. Ich weiß, das ist schwierig. Ich hätte jetzt da im Moment noch keine Antwort darauf. Aber dass wir nicht nur auf der einen Seite quasi in der gewerkschaftlichen Arbeit bleiben und auf der anderen Seite uns auch überwältigen lassen von der aus meiner Sicht doch hohen Ambition dieses Ansatzes. Marianne, magst du mal probieren? Ich konzentriere mich ziemlich auf Indonesien und was Andreas eben gesagt hat, also die Ausrichtung der Konzerne, die Macht der Konzerne ist ein wichtiger Punkt. Aber vor Ort haben wir also ganz ähnliche Situationen und das ist für uns oder auch für unsere Partner vor Ort, das sind die größten Herausforderungen. Also die politischen Rahmenbedingungen, die vor Ort gesetzt werden. Es geht auf der einen Seite natürlich um Profit, aber auf der anderen Seite halt auch um Gesetzeswerke, die das erst ermöglichen. Und da ist ja bei Palmöl, das kann man einfach nicht jetzt hier ungesagt lassen. Es geht dann um Biosprit, um Biodiesel. Jetzt haben wir in der EU entschieden, dass das allmählich ausläuft. Das ist natürlich viel zu spät. Es ist auch schon längst, die meisten Plantagen sind bereits angelegt worden, die für diese Programme angelegt werden sollten. Aber die anderen Länder außerhalb der EU fahren jetzt auf genau diesen Zug auf. Also zum Beispiel hat Indonesien, Malaysia oder andere asiatische Länder haben sehr ehrgeizige Biodieselprogramme. Und wenn jetzt von, sagen wir mal, mit Konsumentenkampagnen oder Shaming von internationalen Konzernen womöglicherweise in der Theorie zumindest der Verbrauch oder der Bedarf heruntergefahren werden sollte, dann kreieren diese Länder den Bedarf oder den halten die weiterhin hoch, indem sie Subventionen und sonst welche Steuererleichterungen für diese Programme verabschieden. Und die Situation in den jetzt gerade in Indonesien, also die Verquickung von den lokalen Konzernen mit den internationalen Großkonzernen und dann der lokalen Politik und internationalen Politik, die ist ein gordischer Knoten, der einfach irgendwie, glaube ich, das größte Hindernis darstellt. Mhm. Danke, Marianne. Johanna, vielleicht magst du da anschließen. Ja, klar. Ja,
ist genau auch so, wie von Marianne beschrieben, ist sicher ein Problem. Also man kann nicht davon ausgehen, dass es keine Abnehmer mehr in Zukunft gibt, selbst eben, wenn in der EU eine andere Richtung geht. Das ist illusorisch zu sagen, es gibt keine Abnehmer mehr oder von Palmöl. Das ist klar, das wird in Richtung Biodiesel gehen. Das ist Malaysia und Indonesien ist das Thema oder eben neue Märkte erschließen und so weiter. Das ist von dem her wirtschaftlich sicher ein Argument auch, das nicht von Vorteil ist, aber eben ich finde auch, man kann langfristige Perspektiven hier auch in wirtschaftliche Perspektiven reinbringen. Dann eben die rechtliche Perspektive sieht auch schlecht aus, oder Landrechte werden sehr schlecht gewährt. Wie soll das jetzt im Rahmen von seinem Ansatz überhaupt möglich sein? Das ist natürlich eines der Grundprobleme, das vor Ort existiert, dass eigentlich die Indigenen ihr Recht verlieren, oder? Und dann ist die Palmölplantage schon da. Wie sollen die da wieder jeweils als Player reinkommen? Weil wenn die Plantage schon da ist, ist es eigentlich schon fast zu spät. Vielleicht für die Kleinbauern ist das nochmal ein anderes Thema, sofern sie in dem Sinn Rechte haben, oder? Aber eben, das sind zum Beispiel in Malaysia häufig gar nicht die Indigenen selber, oder? Sind dann auch teilweise andere Bauern, die auch wieder Angestellte haben. Also ich sehe viele in der Landrechtsfragen, die nicht ganz gelöst sind, und das hängt auch vom eben politischen Willen auch ein bisschen ab, oder? Und von den rechtlichen Möglichkeiten, die überhaupt existieren. Und eben der politische Wille ist auch immer mehr Expansion oder immer auf Palmöl setzen. Und ich sehe das aber auch zum Beispiel in der Schweiz. Also ich war jetzt gerade letztens an einem Stakeholder-Ansatz, und das wird eigentlich immer noch als Paradigma so vertreten, dass man sagt, einfach immer mehr Palmöl, oder? Also ich glaube, von dem irgendwie wegzukommen, ist sicher nicht ganz einfach. Dann vielleicht noch also eben Landrechte sehe ich als größte Herausforderung eigentlich. Wie kann man das lösen mit dem Ansatz? Dann vielleicht noch, ja, die Konflikte zwischen Arbeiterinnen und Indigenen. Also in Malaysia ist es noch so, dass viele eben Migranten da sind, sind 80%, und da kommen eigentlich noch Diskriminierungsprobleme rein. Also das wurde jetzt nicht so erwähnt, aber das könnte womöglich auch vom Ansatz nach, indem man mehr an den gemeinsamen Zielen und Visionen arbeitet, vielleicht auch behoben werden. Aber das ist klar, das ist wie bei uns, wenn Migranten eigentlich ins Land kommen, dass sie eigentlich zweiter Klasse, häufig Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Und das ist auch nicht anders in Malaysia. Und auch je nachdem, das ist halt einfach die schlechtere Arbeit. Auch in anderen, auch in Indonesien sind es ist ja immer typisch, wo ist das auch eine Arbeit zweiter Klasse, die nicht von der Lokalbevölkerung gemacht wird, oder? Zum gewissen Grad. Aber eben, ich beschränke mich jetzt mal auf Malaysia, weil wir uns dort ein bisschen besser auskennen. Aber das ist sicher auch ein Problem. Wie kann man sie dann trotzdem mobilisieren? Und eben, das braucht sicher auch einen konkreten Anlass. Und eben die Gewerkschaft, das ist halt auch ein Problem, Gewerkschaften. Also in Malaysia, das ist eigentlich sehr, sehr was Schwieriges für Arbeiter. Eben häufig sind es natürlich auch illegale Arbeiter. Das ist gar nicht so einfach. Die sind nicht organisiert im Normalfall. Die haben häufig starke Abhängigkeitsverhältnisse mit dem Arbeitgeber. Also häufig sind die Plantagenbesitzer, haben auch die Pässe der Arbeiter. Man ist total ausgeliefert. Man getraut sich natürlich nicht aufzubegehren. Also das ist eben ist eher verstecken oder über die Grenze dann wieder fliehen und so weiter. Also das sind eher andere Themen. Und eben das andere ist es wie ein Luxus quasi. Luxusforderung oder dann die ökologischen Forderungen. Wie kann man das reinbringen? Oder ich finde das aber sehr gut, wenn man das andiskutiert. Wir haben aktuell auch eine Kampagne nochmal in einem anderen südostasiatischen Land, bei denen schon lange der Regenwald weg ist. Jetzt sind die Arbeiterverhältnisse total schlecht, und wir wollen eigentlich vor allem Arbeiterrechtsforderungen durchbringen, was aber nicht unser Thema ist. Von dem her finde ich das jetzt aber sehr interessant, zum Beispiel so einen Ansatz reinzubringen, dass man sagt, hey, wir wollen auch eine ökologische Transformation. Das muss eine der Forderungen sein. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit von uns Umwelt-NGOs, dass wir viel stärker dann sagen, also eben primär ist unser Ziel Regenwald erhalten und nein, aber sobald es dann die ganzen Plantagen mit Arbeitern und so weiter geben, dass man dann die Forderungen bringt nach einer ökologischen Transformation. Und ich finde das eigentlich sehr was Interessantes und etwas, das ich jetzt auch gerade in der nächsten Kampagne eigentlich aufnehmen kann.
weil das ist für uns ziemlich naheliegend eigentlich. Ja. Danke, Johanna. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne öffnen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, und zwar unbedingt auch an Oliver und Michaela, nicht nur jetzt an die Panelistinnen. Und wenn ihr noch etwas Zeit für eure Fragen braucht, um sich zu überlegen, denke ich, wäre es vielleicht auch spannend, von Michaela oder von Oliver eine ganz kurze erste Reaktion zu haben. Also was würdet ihr denn auf diese Herausforderungen, die jetzt genannt wurden, auch antworten? Julia, jetzt für diese Herausforderung vielleicht untergegangen ist. Ja, also Julia, Entschuldigung, die dritte Runde, ich habe dich übersprungen. Kein Problem, ich habe es ja schon angerissen auch. Ja. Also ich glaube, ich würde eigentlich nur noch abschließend sagen, ich finde das, was ihr da aufgeschrieben habt, ist ja schon ein ziemlich revolutionäres Programm eigentlich. Also aus Riesenunternehmen irgendwie eine ganz neue Art der Produktion dazu bauen. Und ich glaube eigentlich, der Hauptknackpunkt ist demnach auch, wie man und wer und in welchem Format da die Menschen organisiert sozusagen. Also euer Konzept ist super, das würden bestimmt auch ganz viele Leute abnicken im Ergebnis. Aber ich glaube ehrlich gesagt, die größte Herausforderung wird sein, zu gucken, wo drückt denn akut der Schuh bei den Leuten, eigentlich was Johanna gerade genau gesagt hat, die dort arbeiten. Was sind die kleinen Forderungen vielleicht, mit denen man diese Gewerkschaften aufbauen kann? Wer macht es? Sozusagen, das ist mir natürlich auch noch total unklar, ob ihr mit den Gewerkschaftern da vor Ort eigentlich schon gut in Kontakt seid. Aber dann müsste man wahrscheinlich ja über solche Zwischenetappenziele sozusagen gehen, weil niemand kann sich wahrscheinlich gerade organisieren hinter dem Ziel, ich will eine ganz andere Plantagen oder eine andere Anbauart hier aufbauen, wenn ich selber vielleicht für ein halbes Jahr beschäftigt bin bei dieser konkreten Plantage oder so, so stelle ich mir das vor. Genau, und deshalb stelle ich mir das so vor, dass man jetzt diese Sachen gegenprüfen müsste mit empirischer Beweislage, was beschäftigt denn die Leute da vor Ort? Und dann müsste man dahinter, glaube ich, wirklich einfach Aufbau von Strukturen machen. Und das finde ich eigentlich, ja, vielleicht können wir darüber auch diskutieren, wie ihr da jetzt vorgeht. Also wer sind diese Menschen, die so eine Kampagne sozusagen aufbauen? Weil das wahrscheinlich jahrelange Arbeit wäre hinter, um sozusagen aus einer 10, 100.000 Personen zu machen. Weil sonst wird es, glaube ich, sozusagen, also abnicken werden das viele, aber durchsetzen kann man das wahrscheinlich nur mit Massenstreiks oder genau, was denkt ihr? Danke, Julia. Das waren jetzt wirklich noch sehr wichtige, konkrete Ergänzungen. Es gibt schon eine Frage im Chat von Caroline Kickler. Ob ihr im Kontakt seid mit Unternehmen, die das Projekt unterstützen? Vielleicht. Das ist eine sehr konkrete Frage. Weiß nicht, Michaela oder Oliver? Ich habe darauf gerade geantwortet, auch im Chat, Oliver, du kannst auch gerne ergänzen. Also mir ist vor allem kein großes Unternehmen bekannt, was da bis jetzt Juhu geschrien hat und mit an Bord wäre. Es gibt relativ viele kleine Ansätze, hier zu arbeiten, also zum Beispiel Ölpalmen in Intercropping. Ist das von alleine? Zusammenzubringen mit anderen Pflanzen oder eben auch Ölpalmen in Agroforstsysteme zu integrieren. Der Lukas Kliewe ist hier dabei. Vielleicht mag er dazu auch ein, zwei Sätze sagen. Er hat sich damit in seiner Masterforschung beschäftigt. Das sind aber eher kleinere Betriebe, also jetzt keine riesengroßen Unternehmen, sondern eher auch kleinere und mittelgroße Plantagenbetreiber oder eben hier Agroforstbetriebe, die versuchen damit zu experimentieren. Ich kann auch sagen, in dem Bereich, in dem ich arbeite, in Ostkalimantan, jetzt seit 20 Jahren mit indigenen Gemeinden, ist auch das so, dass der Wunsch, der von vielen Leuten vor Ort immer herangetragen wird. Die sagen, wir haben gar nichts per se gegen Ölpalmen, wir möchten gerne Ölpalmen anpflanzen, aber eben auf unserem eigenen Land, in unserem diversen Portfolio, und die auch sehr selbstständig anfangen, damit zu experimentieren, zum Beispiel Ölpalmen mit Reis zu versetzen oder eben jetzt auch teilweise mit anderen Pflanzen. Und ich denke, dass hier noch ganz viel
Potenzial drinsteckt. Aber vielleicht, Lukas, magst du was ergänzen, weil ich denke, du kannst ja bestimmt noch mehr Expertise aus deiner Arbeit beisteuern. Jo, das kann ich gerne machen. Hallo zusammen. Meine Masterarbeit war zu Agroforst als Alternative zu eben diesem zum Monocropping von Palmöl im kleinbäuerlichen Kontext in Sarawak in Malaysia. Ist allerdings mittlerweile auch schon wieder 2 Jahre her, ungefähr. Ich glaube, dass wenn man über den Umbruch der Branche redet, der kleinbäuerliche Kontext im Großen und Ganzen nicht die große Rolle spielt, weil der größte Anteil der Flächen natürlich von den großen Firmen bewirtschaftet wird, direkt oder indirekt. Und das, was ich mitgenommen habe aus meiner Forschung im kleinbäuerlichen Kontext, ist der, dass letztendlich die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern primär das Interesse auch an dem Profit gezeigt haben. Also für die ist es natürlich dann die möglichst ertragreiche Produktion von Palmöl, und das ist das dann angelehnt an das, was im großen Kontext gesehen wird, eben bei den großen Plantagen, das, wo die sehen, wie es funktioniert, was einen großen Ertrag einbringt und deren ganz konkrete Situation verbessert, finanziell gesehen. Oft war es so, dass schon die Vorstellungskraft, dass ein anderes System zu etablieren, gewissermaßen gefehlt hat. Insofern stelle ich mir das, wie auch die Julia, glaube ich, war es. Ich glaube, du hattest es gesagt, bereits gesagt hat, schwierig vor, dass erstmal in der Breite zu etablieren, die Idee, das ganze System umzuschmeißen. Das stelle ich mir als eine große Herausforderung vor. Genau, so viel in aller Kürze dazu. Ich hoffe, ich Danke. Konnte deine Frage beantworten damit. Ja, ich würde gern, im Chat ist eine nächste Frage von AK zur sozialen Dimension. Wie realistisch ist es überhaupt, auf Streiks der Plantagenarbeiter zu setzen, wenn diese nicht organisiert sind, nicht langfristig angestellt sind und als Binnenmigranten auch ohne alternative Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort sind? Und als zweite Frage anschließend, gibt es Bestrebungen, den fairen Handel einzubeziehen als Partner? Vielleicht zu dieser Frage, wer möchte da antworten? Und danach komme ich dann zu Aninja Larsen. Die Frage, ja, wie realistisch ist es, auf Streiks zu setzen? Oliver, magst du da was zu sagen? Ja, das hängt auch mit der ersten Frage zusammen, inwieweit stehen wir in Kontakt mit Unternehmen. Viele unserer Mitgliedsorganisationen von dem Netzwerk, mit dem wir das Projekt machen, sind ja Gewerkschaften. Ne? Mhm. Das heißt, unsere Mitglieder stehen in Kontakt mit den Unternehmen, weil sie dort arbeiten und von denen ausgebeutet werden. Das ist der Kontakt und das ist ein antagonistisches Verhältnis. Ne? Und was wir eigentlich sehen, ist, dass die Arbeiterinnen von sich aus schon Streiks organisieren, aber eher sagen lokal. Also das findet eben hier, mal da statt. Und diese ganze Organisation ist noch relativ in den Kinderschuhen. Insofern, dass sagen, in der Region gibt es eine neue Gewerkschaft, auf Sumatra gibt es eine neue Gewerkschaft, West Kalimantan in Malaysia und so weiter. Und die sind aber noch nicht zusammen. Ne? Also das heißt, dieses Projekt ist sozusagen, gliedert sich in diesen Organisierungsphase ein. Ne? Also wir sagen halt, wir warten nicht, bis irgendwann alle sich organisiert haben und dann kommen wir mit dieser großen Frage, sondern wir wollen im Grunde eben genau an diesen konkreten Ansätzen, also worum geht es jetzt in den aktuellen Auseinandersetzungen, da eben sagen wir, die Umweltbewegung muss da irgendwie mithelfen, diese Arbeiterin zu organisieren entlang der sozialen Frage. Und deswegen ist es, denke ich,
sehr realistisch, aber eben auch, also es gibt eine Menge zu tun, sage ich mal. Und es braucht einen langen Atem. Also man muss dranbleiben. Michaela, verstehe ich deine Hand als Antwortwunsch auf eine der beiden Fragen? Genau, ich möchte dazu ergänzend was sagen. Ich denke auch, wenn die aktivistische Arbeit oder die Arbeit jetzt auch von unserem Projekt quasi ja sofort startet und aktiv ist, denke ich, geht es hier auch um wirklich langfristige Arbeit. Also auch gerade von meiner Seite diese Vision zu entwickeln und hier auch Stimmen einzubringen von Menschen, mit denen ich jetzt über lange Zeit zusammenzuarbeite, entsteht von mir zumindest nicht mit der Erwartung, dass ich innerhalb von wenigen Jahren jetzt hier die Riesenerfolge einstellen. Ich sehe das sozusagen auch als einen Stein ins Rollen zu bringen. In Indonesien, gerade in Ostkalimantan, wo ich arbeite, gilt immer noch Big is beautiful. Also den Leuten wird doch immer noch erzählt, ihre kleinbäuerliche Art zu leben, ihr indigenes Wirtschaften, diese diversifizierte, wunderbare Waldwirtschaft ist quasi, wird abgewertet als sozusagen Negativbild, während sozusagen diese riesigen Monokulturen, das ist Fortschritt, das ist modern, da wollen wir hin. Und das ist auch sozusagen Arbeiten gegen dieses Narrativ und auch den Menschen Wertschätzung und uns Selbstwert zurückzugeben, zu sagen, nein, hey, das, was ihr macht, das ist zukunftsfähig. Daraus kann man sozusagen Visionen spinnen, die ausgestaltet werden können. Also ihr habt ganz tolles Potenzial in der Hand. Das ist auch das, was ich von den Menschen lerne, mit denen ich da zusammenarbeite, die sagen, wir finden das alles gut. Also wir haben auch kein Problem, wie gesagt, mit Ölpalmen, aber wir wollen die selber anpflanzen. Wir wollen auch nicht alles Land damit voll haben. Wir wollen auch noch Reis anbauen und wir wollen auch noch Kautschuk haben und unsere Waldgärten wollen wir auch noch haben. Und ich denke, da ist ganz, ganz viel drin. In Indonesien ist das so wirkmächtig, dieses Paradigma von Fortschritt und Wachstum ist so unhinterfragt, dass das auch wirklich Denkanstöße sind, wo, glaube ich, ganz viel Potenzial drin steckt, um eben in ganz vielen, vielschichtigen Kreisen auch darüber nachzudenken, dass Zukunft anders gedacht werden kann, dass diese wirkmächtigen Narrative von Fortschritt und Wachstum und Naturbeherrschung nicht das Amen in der Kirche sind. Jetzt noch kurz zur zweiten Frage. Fairer Handel, ist das taucht in eurem Papier nicht auf? Ich gehe mal davon aus, das ist kein Zufall oder ist es einfach nicht relevant vom Ansatz her? Olli, willst du dazu was sagen? Ich gehe davon, jetzt würde sonst einfach mal sagen, bisher ist das für uns noch nicht so ein intensives Thema gewesen. Wir haben uns mal mit Zertifizierungsfragen beschäftigt. Das ist ja auch ein ganz hochkomplexes Thema. Wie kann man überhaupt noch nachvollziehen, letztendlich, wo die Frucht herkam, wenn sie einmal in der Mühle ausgepresst ist, ist es unglaublich schwer, auch nachzuvollziehen, wo das herkommt. Also damit, mit der Frage haben wir uns mal beschäftigt, jetzt konkret sozusagen mit dem Aufbau Zusammenarbeit von Fairer Handel. Das wäre bestimmt interessante Zukunftsmusik, ist aber bis jetzt quasi kein zentraler Bestandteil gewesen. Insofern denke ich, können wir da auch jetzt gar nicht so viel zu sagen. Nur, dass es bestimmt auch eben interessant wäre, das weiterzudenken. Mhm. Dann würde ich zur Frage von Anina Larsen kommen. Ja, hallo. Schön, dass ihr das organisiert habt. Ich habe mit Freuden zugehört. Ich habe eine Frage und zwar ich habe es leider noch nicht geschafft, das Paper zu lesen. Das werde ich aber alsbald nachholen. Und ich weiß nicht, ob ihr die Frage aufgreift, wie ihr eigentlich oder wie diese Zweigleisigkeit funktionieren soll. Die indonesische Regierung subventioniert den Palmölanbau ja extrem und hat wiederum die Subventionierung für andere Cashcrops gleichzeitig runtergefahren, was natürlich ein immenser Anreiz geschaffen wird, auch für KleinbäuerInnen auch in kleineren Maßstäben Palmöl anzubauen. Und wie im Grunde genommen oder welche Handlungsoptionen es da gibt oder da vorgesehen sind, weil das Kapital ist eben ja in diesen großen Konzernen, sowohl den lokalen als auch den global agierenden Agrarkonzernen eben gebunden und die werden ja nicht einfach aufhören, Palmöl anzubauen und ihr Business irgendwie niederzulegen. Das ist ja leider ein Fakt, mit dem wir da umgehen müssen. Genau, und wenn sich das beantwortet im Paper, dann ziehe ich die Frage zurück, aber vielleicht könnt ihr da kurz einmal drauf eingehen. Ja, Oliver, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ja, ich glaube, das ist genau der
Also ein sehr wichtiger Punkt, weil diese Machtgefälle ist natürlich erstmal massiv. Und deswegen, also das Projekt ist ja sagen, angesiedelt in diesem Transnational Palmer Labor Solidarity Network. Und da ist eigentlich diese Grundidee, wir müssten sagen, Gewerkschaften, die in Malaysia sind, mit Gewerkschaften in Indonesien verbinden, weil sie damit, das sind transnationale Unternehmen, die in beiden Ländern produzieren. Und erst wenn die Arbeiterinnen in der Lage sind, sagen auch transnational in beiden Ländern zum Beispiel ja, Streiks zum Beispiel jetzt durchzuführen, haben sie überhaupt eine ebenbürtige Gegenmacht. Ne? Und das ist natürlich jetzt auch etwas ein längerfristiges Projekt, aber deswegen sind wir auch sehr geduldig dabei, eben mit Kolleginnen wie Andreas hier auch eine längerfristige Zusammenarbeit zu entwickeln, auch entlang der Produktionskette, weil wir da eben auch sagen, erst, also die, wenn das diese Großunternehmen eben in Wertschöpfungsketten sagen, produzieren, das müssen wir eben auch dann hinkriegen. Und das ist natürlich auch ein sehr dickes Brett. Aber also vom Ansatz her wollen wir genau in diese Richtung gehen. Ja, spannend. Ich habe nämlich also in der Erfahrungszeit meinerseits, ich war 2016 für 8 Monate in Indonesien und danach nochmal vor kurzem, weil ich meine Masterarbeit über die Potenziale von Einzelbäumen zur Biodiversitätsanreicherung in Palmölplantagen geschrieben habe. Ich habe euch die Masterarbeit auch in den Chat gepackt und habe da eben die Erfahrung gemacht, dass die kleinen BäuerInnen schon im Bereich sozialer Transformation eben die Wertigkeit von vor allen Dingen fruchttragenden Einzelbäumen zum Beispiel extrem hoch schätzen. Anders als Lukas das gerade so ein bisschen beschrieben hat, dass eben vor allen Dingen diese Potenziale von Ökosystemdienstleistungen, auch wenn sie dann vielleicht so nicht konkret benannt werden, aber durchaus gerade im Bereich von Pestkontrolle und so eben schon wertgeschätzt werden. Und dass dadurch sich eben auch so eine Art, naja, so ein bisschen so ein Nachhaltigkeitskreislauf in bestimmten Bereichen ergeben kann. Und da habe ich festgestellt, dass die indigenen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wie auch den KleinbäuerInnen, da natürlich ein höheres, mehr Bewusstsein ist, weil eben die Frage der Subsistenzwirtschaft und der Selbsternährung da eben viel mehr im Vordergrund steht, als jetzt bei den Plantagenlabors oder eben auch den PlantagenbesitzerInnen, mit denen ich gesprochen habe. Das hat sich eben schon abgezeichnet. Das war eben schon spannend und ich sehe da auch sehr viel Dynamik drin gerade. Danke. Es gibt eine Frage im Chat, die spielt auf die Information an, die ihr am Anfang gegeben habt. Das ist nämlich ein wichtiger Moment ist, weil die erste Generation der Plantagen quasi jetzt ausläuft und Marianne hat das gesagt, möglicherweise jetzt sehr viel Land zur Verfügung stehen würde. Die Frage ist sehr konkret, wie lange dauert es, um dieses Land überhaupt wieder nutzbar, fruchtbar zu machen? Also Bodenqualität und Biodiversität. Ich kann aus Erfahrung antworten, nicht mit dem wissenschaftlichen Hintergrund. Und auch da ist, es gilt das Gleiche, wie was ich vorher gesagt habe. Es kommt sehr auf die Gegend an oder auf die Insel, je nachdem, ob vulkanische Böden dort sind oder mineralische Böden. Also wenn wir jetzt an Borneo denken, da wo Michaela Haug arbeitet, das ist Sand, Kohle, Torf, und Mineralgesteine, wenn da die dünne Regenwalddecke weg ist, Ölpalmen kann man mit entsprechend viel Dünger und Herbiziden auch dort anbauen, aber es sieht nach einer Generation halt, sieht der Boden aus wie auf dem Mond, ganz anders auf Sumatra mit dicken vulkanischen Schichten. Da sind sicherlich 3 Generationen möglich, denke ich mal. Aber Borneo ist... Ja, da ist der Zug abgefahren sozusagen. Da gibt es auch Studien dazu und schon auch seit vielen, vielen Jahren, also geografische oder geologische
Mhm. Reicht das ungefähr? Ich denke ja, bevor ja, wir zu. Also interessanter ist der Wille der Palmölfirmen oder Unternehmen, ob sie bereit sind, dann nochmal neu zu setzen. Und ganz häufig macht man die Erfahrung, dass sie eigentlich lieber expandieren oder weiter wandern in noch bewaldete Regionen und erstmal am Holz verdienen und sich nicht die Mühe machen, die alten Plantagen dann abzutöten und die verseuchten Böden dann nochmal zu bewirtschaften. Also ja, Expansion bedeutet auch dann Ausweitung auf bewaldete Gebiete und Vernachlässigung der bisherigen Plantagenflächen. Danke, Marianne. Peter Gerhard, du meldest dich mit einer Frage. Ja, herzlichen Dank. So ähnlich wie Marianne Klote habe ich mich auch schon die letzten 30 Jahre mit der Palmölindustrie beschäftigt und mich mehr oder minder auch mit dem ganzen Business aufgerieben, wie viele andere auch meiner Mitstreiterinnen, sowohl in Indonesien oder in anderen Ländern auch. Wir diskutieren hier auf einem teilweise irgendwie ziemlich, was weiß ich was, nicht abstrakten Niveau, aber auf einer Art von Wunschvorstellung sozusagen irgendwie, die ich erstmal sehr gut finde, dass wir eine Vision haben. Und meine Frage an dich, Oliver oder Michaela, wäre, ob ihr konkrete Möglichkeiten seht, wo ihr dieses Konzept umsetzen könnt, sozusagen. Also wenn ich die letzten 30 Jahre so sehe, dass aus Sumatra, wo erst noch Wald stand, jetzt mittlerweile nur noch diese schachbrettartigen Muster der Ölpalmenplantagen gekommen sind, mit was für Macht Politik, Geld, Finanzinstitute und so weiter das hinterfüttern und diese Mechanismen, die Andreas Zorn genannt hat, die ja nicht nur bei Nestle gelten, sondern auch bei Unilever, Procter und Gamble oder wie sie auch alle heißen, irgendwie so mit dem Who is Who der internationalen Lebensmittelkonzerne. Wir kämpfen also wirklich gegen große, große Player sozusagen. Wo seht ihr im Konkreten die Möglichkeit, zumindest erste Schritte in die richtige Richtung zu machen? Ja, ich denke, dass sozusagen konkrete Schritte ist genau dieser Punkt. Also es sind große Player. Indigene und Umweltbewegungen alleine können diese großen Player nicht aufhalten. Das haben wir einfach gesehen. Also jetzt mit Ausnahmen, von Ausnahmen abgesehen. Und wir haben ja einfach ein massives Bündnis oder Machtkonzentration, gerade in Indonesien, wo die Politik natürlich sehr, sehr eng mit dem Kapital verknüpft ist. Das ist ja ein bekanntes Problem, ne? Das heißt, dagegen, also wie kann man Kräfteverhältnisse verändern? Das ist ja die Frage. Und unser Ansatz ist halt zu sagen, ja tatsächlich, also organisierte Arbeiterinnen haben auch in Indonesien Machtpotenzial. Dies gilt historisch, also das sehen wir an der Geschichte von Plantagenarbeiterinnen in der Sabubri-Gewerkschaft. Aber das sehen wir auch in den Sektoren, wo Gewerkschaften sehr stark geworden sind in den letzten Jahren, die natürlich jetzt wieder ein bisschen auf der Defensive sind mit dem Omnibusgesetz, aber doch ja als gesellschaftlicher Akteur in Erscheinung treten und also die konkreten Ansätze sehe ich halt, wenn ich dann in einem Plantagen unterwegs bin und mit Arbeiterinnen spreche und mit Aktivistinnen, die in diesem Bereich eben aktiv sind, dass doch überall irgendwas passiert. Also es bilden sich irgendwelche Zellen, es bilden sich neue Gewerkschaften, Gewerkschaften vernetzen sich und so weiter. Und das ist also genau der konkrete Ansatz, wo wir diese ökologische Transformationsgedanke sagen, anbringen wollen, ne, in diesem Kontext diese zarten Organisierungsversuche, die jetzt eben tagtäglich stattfinden. Danke, Oliver. Julia, du hast dich gemeldet.
Ja, mich würde vielleicht daran anschließend nur auch noch interessieren, wie vielleicht aus gewerkschaftlichen Kreisen schon so auf das Papier oder diesen eure Ideen sozusagen reagiert wurde. Das habe ich noch nicht so ganz, glaube ich, rausgehört, ob es da schon vielleicht auch in der letzten Zoom oder sowas schon Reaktion gab. Und dann frage ich mich, ob es vielleicht schon in ganz kleinem, vielleicht auch, gibt es Tarifverträge, wo schon kleine ökologische Dinge mit verankert wurden oder sowas? Also ich frage, weil unsere Zusammenarbeit zum Beispiel kam zustande, weil wir Verdi gefragt haben, wie steht ihr eigentlich zur Ökologie? Und dann haben sie gesagt, wir stehen dazu total gut. Hier ist unser Grundsatzpapier Nummer 15 so ungefähr. Das wussten wir aber davor gar nicht. Naja, und so frage ich mich sozusagen, inwieweit wie man da vorankommt und wie andersrum auch unter den Ökoaktiveren oder den Indigenen dieser Ansatz so in den ersten Momenten sozusagen so angenommen würde, ob ihr da schon Erfahrungen habt. Ja, denke ich, ist eine ganz wichtige Frage, weil ja eben auch der Gewerkschaftsbund Indonesien auch schon Stellung bezogen hat. Ich weiß nicht, ob ihr da etwas mehr habt an Rückmeldung. Ja, wir haben ja also schon Launch mit in unserem Netzwerk, dann haben wir diesen öffentlichen Launch in Indonesien, wo eben die Präsidentin von der KFBI geredet hat. Das ist so ähnlich wie wenn jemand irgendwie vom DGB jetzt sagen die Vorsitzende vom DGB das kommentieren würde. Also es gibt auf jeden Fall ein Interesse dran, aber eigentlich diese Fragen, die du stellst, Julia, deswegen machen wir das Projekt. Also das sind genau die Fragen, die wir uns auch stellen. Und wir wollen eben das nicht abkürzen, indem wir sagen, nur mit hauptamtliche Gewerkschaftler das besprechen wollen, sondern wir wollen erstmal tatsächlich an die Basis gehen und dort seine Diskussionsprozesse innerhalb von organisierten Arbeiterinnen erzeugen. Und das wurde jetzt etwas aufgehalten durch eine Pandemie namens Covid, weil wir unsere Leute können nicht wirklich in die Plantagen und irgendwelche Gruppendiskussionen ansetteln gerade. Also es geht jetzt gerade nicht. Deswegen haben wir uns erstmal konzentriert auf diese Online-Launches und haben, aber es gibt durchaus Interesse. Und letzte Woche gab es zum Beispiel nochmal eine Diskussion mit einem anderen Bündnis von Palmölgewerkschaften, die sagen, in Indonesien sich vernetzen, also nicht transnational, sondern auf indonesischer Ebene. Und die haben auch gefragt, ob wir dazu eine Diskussion anbieten können und wir haben das auch sehr interessiert mitdiskutiert, mit allen möglichen Fragen. Also es geht dann auch sehr stark um, also wie stehen diese gewerkschaftlichen Kämpfe zur Frage von Land und Landreform, zum Beispiel solche Sachen kommen jetzt auch. Also es sind einfach ganz spannende Fragen, die wir natürlich alle im Grunde noch nicht beantworten können, weil das Projekt erst jetzt im Grunde losgeht. Ja, wir haben noch eine Frage im Chat von Uli Malesse. Wir haben noch zwei Fragen im Chat, Entschuldigung. Die Frage von Uli Malesse geht zum Kautschukbereich, ob der Just Transition-Ansatz auch im Kautschukbereich, wo die Preise und das Lebensauskommen für die Produzenten des Kautschuks sehr schlecht sind. Das mal als erste Frage, ob ihr das schon diskutiert habt oder ob ihr das für selbstverständlich, also ob ihr selbstverständlicherweise denkt, gut, das ist auch eine Plantage, ein anderes Produkt, aber zum Teil ja sogar die gleichen Unternehmen. Und ich stelle gerade die zweite Frage auch noch, weil wir nämlich langsam zum Schluss kommen. Das ist eigentlich eine ganz ähnliche Frage. Fokussiert ihr nur auf Palmöl oder auch auf andere Rohstoffe vor Ort, wenn ihr in Landschaften und Regionen denkt und bei ArbeiterInnen allgemein? Ich denke, die Frage kann man gut zusammennehmen, die beiden. Weiß nicht, Michaela, ob du was dazu sagen möchtest oder Oliver noch? Dann würden wir auch langsam zum Schluss kommen. Das kann ich gerne machen. Unsere Initiative ist ja erwachsen aus der Idee, die Palmölindustrie hier zu transformieren. Insofern steht die Palmölindustrie und die Palmölproduktion auch da ganz klar im Zentrum. Wenn man jetzt aber dann so eine Mosaiklandschaft vor sich hat, da steckt natürlich viel mehr
drin. Zu diesen Mosaiklandschaften gehört natürlich auch der Kautschuk, der allerdings gerade auch in vielen Teilen Indonesiens gar nicht so sehr in der Hand von riesigen industriellen Monokulturen steckt, sondern viel, viel stärker auch in der Hand von kleinbäuerlichen Kleinplantagen. Das heißt aber natürlich wäre oder ist Kautschuk auch Teil dieser Mosaiklandschaft, viel mehr als Rattan, weil Rattan schon lange den Marktpreis verloren hat und die meisten Leute Rattan-Gärten eigentlich nur noch aus Nostalgie stehen lassen. Und da ist auch noch Platz für viel mehr drin. Also gerade jetzt aus der Region gesprochen, wo ich arbeite, sind hier auch vielfache Waldgärten genutzt, um Früchte zu haben. Das heißt, bei diesen Waldgärten, das war vorhin auch im Chat nur ganz kurz erwähnt, diese Waldgärten nutzen die normale Wachstumsdynamik und sind von Laien kaum von Sekundärwäldern zu unterscheiden. Meistens reichern die Leute dort nur gezielt bestimmte Baumsorten an, also zum Beispiel eben Fruchtbäume, dass man dann da besonders viele Früchte hat, die natürlich auch sozusagen noch Potenzial haben, sowohl zur Weiterverarbeitung als auch zum direkten Verkauf etc. Insofern, wie gesagt, die Mosaiklandschaft gibt hier Platz für viel mehr, wo man natürlich auch weiterdenken kann, was hier alles noch weiterhin zu so einer diversen Wirtschaft dann beiträgt. Aber der Fokus dieser Transformation ist bei uns zumindest im Moment auf der Palmölindustrie. Danke, Michaela. Ja, und bevor ich ganz am Schluss Oliver nochmal das Wort geben würde, was ihr jetzt mitnehmt als Autorinnen, Autoren des Papiers aus dieser Runde, möchte ich doch nochmal Andreas, Johanna, Julia und Marianne bitten, was ist euch am allerwichtigsten, was ihr den Autoren mitgeben wollt? Vielleicht nochmal ganz kurz, auch jetzt aus dem gemeinsamen Gespräch heraus, was seht ihr als wichtigsten Punkt? Das müssen wir in diesem Projekt unbedingt mitbedenken. Marianne, magst du den Anfang machen? Also diese Veranstaltung hat eigentlich gezeigt, was es braucht, nämlich der Austausch halt mit Praktikern vor Ort, Wissenschaftler und Aktivisten. Und das solltet ihr auf jeden Fall auf dem Weg nicht vergessen. Das soll keine, also das ist gerade das Positive gewesen, weil es ist für mich war das schon auch ein Brückenbauen, Brückenschlag und eigene Positionen ein bisschen zu hinterfragen und zu überdenken. Und ich glaube, das solltet ihr weiter so machen. Danke, Marianne. Marianne, Johanna. Ja, ich habe mir genau einen Punkt sehr in die ähnliche Richtung überlegt. Ich finde das auch sehr wichtig eben, Sie arbeiten jetzt ja schon sehr mit Gewerkschaften vor Ort zusammen, dass sicher auch NGOs und Umweltorganisationen die ganze Bewegung auch einbezogen wird oder eben die Wissenschaft und natürlich auch die realen Bedingungen oder was sind überhaupt die Möglichkeiten und ja, dass man das immer wieder anschaut, aber ich finde auch, es ist auf einem mal guten Weg. Also man kann es ja eben, es ist ja jetzt erst am Anfang, aber ich denke, das ist sicher wichtig, dass man so ein bisschen Reality-Check, aber ich denke eben, das ist jetzt auch die Pandemie da, die das ein bisschen verhindert hat, oder dass vor Ort genauer angeschaut wird, aber dass nicht nur Gewerkschafts- und Arbeitersicht, sondern eben auch indigenen Perspektive und Umweltperspektive stark einbezogen werden. Danke. Ja, aber herzlichen Dank. Andreas, was ist dein wichtigster Punkt für das Projekt? Also für mich eigentlich, dass wir jetzt in der Diskussion schon gemerkt haben, wir müssen an vielen Fronten kämpfen. Und das wird ein ganz schwieriger Kampf. Ich glaube, das muss uns allen bewusst sein. Nichtsdestotrotz muss man ihn kämpfen. Und ich glaube, wenn wir das gemeinschaftlich machen, nämlich auf allen Fronten, tatsächlich über Gewerkschaften, aber auch vor allen Dingen mit den Gewerkschaften vor Ort letztendlich, dann glaube ich, können wir Veränderungen herbeiführen. Ich bin nicht so frech zu behaupten, wir kriegen das direkt hin oder ihr bekommt es letztendlich hin. Dafür habe ich zu viel Lebenserfahrung in diesen Bereichen schon selber erleiden müssen, sagen wir es mal so. Aber der Ansatz ist wichtig und richtig und unsere Gewerkschaft hat einen Namen, NGG, nur gemeinsam geht's und ich glaube, das kriegen wir dann hin. Ja. Danke, Andreas. Julia, was gibst du uns mit?
Ich glaube, tatsächlich vor allem auf der Suche nach Mitstreiterinnen zu bleiben, weil wahrscheinlich um diese ganzen Diskussionen und Organisierungsprozesse anzustoßen, braucht man ja wahrscheinlich 100 bis 300 Menschen, die solche Diskussionsveranstaltungen anleiern und führen und weiß nicht was, grob geschätzt. Genau, deshalb irgendwie Leute von vor Ort, die sagen, sie sind so überzeugt, dass sie ihren Betrieb oder ihre Gemeinschaft oder sowas da organisieren mit diesen guten Vorschlägen. Danke, Julia. Und Oliver, mir ist es auch noch ein Anliegen, auch nochmal aus der Perspektive einer Entwicklungsorganisation zu sagen, ich bin ungeheuer froh, dass ihr euch an die Arbeit einer Vision gemacht habt. Im Wissen darum, wir sind nicht viele und es ist eine Riesenarbeit, aber dass ihr diese Vision entwickelt, dass wir eine Basis haben, auf der wir diskutieren können, das finde ich ganz großartig und finde es auch wahnsinnig wichtig, weil mich frustriert es, wenn man immer wieder sagt, naja, der RSBO ist es auch nicht und dies ist es auch nicht und wovon sollen denn die armen Menschen leben, das ist es auch nicht und dass wir uns trauen, groß zu denken, da bin ich sehr froh und euch auch dankbar dafür. Und jetzt die Schlussworte an Oliver. Also ich habe sehr genau mitgeschrieben, was unsere Gäste kommentiert haben und wollte das dann nochmal alles zusammenfassen. Aber ich fand jetzt das Ende so schön von euch Vieren und dann noch von Tina, dass ich es lieber so dabei belassen würde. Gut, damit haben wir eine Punktlandung gemacht. Es ist 18 Uhr, 0 Minuten. Ja, dann würde ich das Webinar beenden für heute. Ich habe rausgehört, dass wirklich viele von euch Interesse haben, weiter im Austausch zu bleiben. Und ich denke, das ist etwas, also wir werden auf der Suche nach Mitstreiterinnen weiterhin bleiben. Wir werden diesen Dialog weiterhin fördern, hier in Europa, in Südostasien, miteinander, transnational. Und das nehmen wir mit und für mich war das ein toller Anfang. Ganz herzlichen Dank all den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Gästen an diesem Webinar. Ich fand es eine spannende Diskussion. Vielen Dank auch denen, die kommentiert haben, sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen Abend.